So Leute, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dass ihr mich hört. Könnt ihr mal kurz bitte reinschauen, dass ihr mich hört? Ich hoffe es sehr, weil der Stream sollte eigentlich online sein. Und ich hoffe es auch, dass ihr mich hört. Da steht jetzt eine gute Verbindung. Okay. Und okay. Leute, ihr hört mich, oder? Einen wunderschönen Abend. Heute 20 Uhr. Ist ein bisschen später geworden, ich weiß, ich musste vorher noch gerade ein bisschen was erledigen. Man hört nichts. Doch, Leute, ihr hört mich, oder? Bitte mal irgendjemand schreiben, wer mich hört. Ich hatte gerade mit YouTube wieder ein paar Probleme. Ich kann mal selber bei mir reinhören. Der Stream sollte... Okay, also man hört normalerweise was. Okay, Chiara schreibt rein, man hört dich, okay. Okay, alles klar. Gut, also liegt das wahrscheinlich an Mauchi. So, also Leute, erstmal einen wunderschönen guten Abend hier an Emilio. Ronaldo war oben schon mit am Start, vorhin um 19.30 Uhr. Mauchi ist natürlich hier wieder mit dabei. Luwolf sehe ich schon, Momf sehe ich hier schon wieder. Einen momfigen Abend, Greenie. Einen momfigen Abend zurück, Momf. Ich mag den Namen des Profilbild, ne? Es ist unglaublich bei dir. Mr. X, einen wunderschönen Abend. Natürlich guten Morgen schreibst du, natürlich einen guten Morgen. Mitsuki, einen wunderschönen guten Abend. Du bist neu, kann das sein? Mit einem kleinen blauen Toad sehe ich auf deinem Profilbild. Sehr süß. Schön, dass du auch da bist. Wir haben es sehr gefunden. Kannst gerne mal reinschreiben, wenn du magst. Dann haben wir hier auch wieder Geise im Chat. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Und Chiara natürlich auch. Einen wunderschönen Abend euch. Leute, wir sind vorhin nicht stehen geblieben. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ich habe erfahren, tatsächlich, wir müssen einmal zu Pura, müssen wir eh. Und dass wir dort das Parasegel endlich mal bekommen. Endlich das Parasegel. Und ich habe ja einen bestimmten Stoff für das Parasegel. So ein Reckengewandstoff und so weiter. Ein Denkmal jenen Seelen, die die Verheerung von uns riss. Okay, das ist süß. Das ist süß mit so einer Prinzessin in Enzian drauf. Von Zelda, dass man all denen gedenkt. Megaschön. Ja, Leute, es geht weiter. Wir haben das Tutorial abgeschlossen. Und ihr habt schon im Titel gelesen, was wir heute vorhaben. Ich möchte unbedingt hier hinschauen, was hier ist. Also hier ist ja das Tutorial-Anfang von diesem Teil. Und hier müsste circa das Plateau sein. Und da werden wir hinschauen. Wir werden natürlich auch einige Schreine machen und so weiter zwischendurch. Und vielleicht ein bisschen Story nebenbei machen. Aber ich würde mir ganz gern anschauen, was mit dem Plateau ist. Ich hoffe natürlich, dass wir da auch hochkommen. Also das ist auch nochmal die andere Sache. Deswegen, ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen, aber ich will es mir gerne einfach mal anschauen. Keine Ahnung, was das da oben ist. Kein Schimmer. Was damit auf sich hat. Ja, bin neu. Mitsuki, dann auf jeden Fall, wie gesagt, willkommen im Stream. Schön, dass du mit da bist. Welcome. Spielst du gerade selber ein bisschen Tears of the Kingdom nebenbei? Oder hast du es nicht? Oder holst du es dir noch? Kannst du gerne mal mit reinschreiben. Wenn du magst. Ich sag nochmal an alle, die gerade da sind. Am Sonntag werden wir das Spiel einmal verlosen. Digital. Also den Code dafür. Im Stream. Da wird es einen längeren Stream geben. Das kündige ich morgen nochmal an. Auf YouTube und auf Discord. Und da kann einer von euch das Spiel gewinnen. Also den digitalen Code. Ich muss nochmal ganz kurz den Bot anmachen. Das habe ich ganz vergessen. So. Bot ist an. Und nochmal ganz kurz schauen. Okay. So, Pura, willkommen zurück, Link. Und hast du etwas herausgefunden? Hast du aus Prinzessin Zelda gesehen? Von Schloss Hyrule aus? Sie ist zu einem Licht geworden und weggeflogen? Du erzählst immer die wildesten Sachen, ey. Aber Mann, hast du es wirklich gesehen? Das muss ich ja wohl glauben, so. Das heißt, wir müssen völlig anders an die Suche herangehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, dann sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen, dessen Folgen überall zu beobachten sind. Klingt logisch, oder? Es gibt da ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht hatte. Und ich bin mir sicher, dass Mitsuki dir das Stream gefällt. Dankeschön. Dankeschön, Mitsuki, für das Abo. Dankeschön. Danke. Wir machen übrigens nochmal so ein bisschen bei, auch für die, die da sind. Nächste Woche kommt trotzdem ein Mario Kart Stream. Definitiv. Ich will auch mit euch zusammen was machen. Aber natürlich auch wieder viel Tears of the Kingdom. Weil ich möchte ganz gut Progress in der Story machen. Und dass ihr so ein bisschen Reactions seht.
von mir zu bestimmten Sachen und vor allem zur Story. Das werden wir nächste Woche machen. Und dann lassen wir das so langsam abflachen, dass dann so 100% mäßig weitergeht, okay? Das ist so der Plan. Und wir werden natürlich auch Mario Kart machen. Splatoon gibt es hier, Mizuki, wenn du drauf Bock hast, gerne mitmachen. Und auch monatliche Giveaways tatsächlich. Einfach so als Dankeschön. Meistens so Nintendo Online, aber zum Release hier am Sonntag einfach das Spiel. Online-Turnier? Ja, wir machen entweder private Lobby oder Online-Turnier mit Item-Battles in Mario Kart. Oder auch K.O.-Battles, das heißt, jede Runde fliegt einer raus. Wir machen in Mario Kart meistens immer irgendwas Spezielles. Und Blutschnell gegen Pilze haben wir schon einmal gemacht, Geise. Haben wir sogar schon einmal gemacht, Blutschnell gegen Pilze. Könnte man natürlich nochmal eine zweite Runde machen, aber gern Vorschläge in den Chat reinschreiben. Ich bin immer offen für Dinge, die noch nicht da sind. Du kannst einfach gerne mal in der Mario Kart Playlist auf dem Kanal schauen. Also wenn du auf den Kanal gehst, Playlist, Mario Kart 8 Deluxe. Was in letzten Streams so war, da steht immer bei Item Battle mit dabei, was wir gemacht haben. Da einfach mal reinschauen. So, und hi Licht! Schön, dass du den Stream erhältst. Willkommen im Stream. Wunderschönen Abend hier. Licht, ich hoffe, dir ist alles gut. Ich habe heute gar nichts von dir gehört. Aber auf jeden Fall schön, dass ich jetzt was von dir höre. Das ist sehr, 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 sehr toll. Aber Dankeschön, ist okay. Verlosung machen wir über einen Bot. Jeder kann sich für 3 Sternis, also für die Chat-Währung, das heißt 10 Minuten zuschauen, kann sich ein Ticket kaufen. Und ich sag so ungefähr, dass wir gegen 16 Uhr auslosen oder so. Und dann müsst ihr aber auch anwesend sein. Also wer nicht anwesend ist und das Spiel gewinnt, dann verlosen wir neu aus. Weil da ist mir wichtig, dass die Person anwesend ist. Und ihr müsst am besten auf Discord sein. Wenn, geht Instagram auch noch, aber am besten auf den Discord-Server. Ausrufezeichen D10 in Chat. Alles fit, Licht, das freut mich. Das freut mich sehr. Dass alles gut bei dir ist. Okay, ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Du hast das Pura-Pet bei dir, oder? Kann ich es mal bitte kurz haben? Natürlich. Natürlich kannst du es gerne haben. Meine Güte, sieht das mitgenommen aus. Was hast du denn damit angestellt? Aber zu funktionieren scheint es noch. Welcher Knopf ruft nochmal die Karte auf? Ah, der hier. Ah, tut mir leid. Jetzt wollte ich auf dem Pura-Pet die Karte von Hyrule aufrufen. Aber der Kartografierturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist noch gar nicht bereit. Kannst du nicht irgendwie ein Update draufladen oder so? Ich gebe dir meine Axt als Gegenleistung. Joscha, wie sieht das mit dem Kartografieturm aus? Also, ja, ich weiß nicht, wie man den bedient. Grundsätzlich ist er fertig. Okay, also die Shika-Türme gibt's nicht mehr, ne? Was ist mit dem passiert? Wir können einmal da hingehen, wo eventuell ein Shika-Turm war in BOTW. Ich möchte so viele Vergleiche sehen, ne? Wie irgendwelche Orte in BOTW und hier aussehen. Vielleicht machen wir da mal einen Short oder so mal nochmal zu. Das wäre vielleicht ganz cool. Ein Short dazu. Licht hat wirklich eine große Rolle in TOTK. Es gibt ganz viel Licht hier. Licht. Sternis bekommt ihr durch Zuschauen. Pro 10 Minuten 3 Sternis. Die Mitglieder bekommen 5 Sternis pro Zuschauen. 10 Minuten. Das sind jetzt ja 2 mehr. Macht das auch nicht so viel. Aber nur eine kleine Gegenleistung dafür, dass sie Geld bezahlen monatlich. Und ansonsten auch durch K.O.-Battles. Für Mario Kart, also wenn wir Turniere machen und so, könnt ihr auch Sternis gewinnen. Die ersten Plätze oder jeder, der da mitspielt generell, kann Sternis bekommen. Und die werdet ihr brauchen für Giveaways. Ah, der Teleporter muss noch abgestimmt werden. Der Teleporter, das sollte doch ein Kinderspiel sein. Tut mir leid, Link. Wir werden auf Hochtouren daran arbeiten. Kannst du dich noch etwas gedulden? Mach doch einfach eine kleine Pause. Ich bin mir sicher, das hast du dir verdient. Dieser Posten stellt auch Wohnquartiere zur Verfügung im sogenannten Schutzraum. Dort findest du kostenlose Betten, eine Küche und so weiter. Der ideale Ort für eine Pause. Hast du noch Fragen? Also bisher nicht. Hast du dich überhaupt verlost? Am Sonntag wird das Spiel mal verlost. Der Code dafür. Dann bin ich doch an den Wächter des Schutzraums. Okay. Um es in Zelda geht, hab's noch nie gesehen. Mizuki, das Spiel noch nicht oder gar kein Zelda-Teil? Weil dann wird's ein bisschen schwierig. aber ansonsten, hierzu, ich kann dir bisher auch nicht so viel sagen. Es ist aber der Nachfolger von Zelda Breath of the Wild und es schließt wohl nahtlos an Zelda Breath of the Wild, an das Ende. Wenn du das schon mal gesehen hast, oder wahrscheinlich dann nicht gespielt hast, ne? Willst du Kleidung kaufen? Genau, da können wir das Julia-Gewand kaufen.
Kein Zelda. Boah, das wird schwierig, hier das zu erklären. Es gibt halt immer einen Held, der Link heißt. Es gibt immer eine Prinzessin, die Zelda heißt. Prinzessin von Hyrule ist. Von dem Land, von dem Schloss. Und die Bürger. Und es gibt halt immer so ein Hauptbösewicht eigentlich. Ganondorf. Und hat eine Urform, so Ganon. Das ist so eine Eberform. Das ist eigentlich so was Böse. Und eigentlich geht es immer darum, man muss dann Ganondorf wieder verbannen. Link und Zelda zusammen. Und basically ist das alles. Und man hat halt eine Story, der man folgt und so weiter. Und seit Breath of the Wild und hier Tears of the Kingdom ist das alles Open World. Das heißt, man kann eigentlich so gut wie überall hingehen und eigentlich alles machen. Du kannst ganz viel Ausrüstung sammeln, Gegner klatschen, du kannst Sachen sammeln. Also es ist halt ein typisches Open World Spiel. Und in normalen Spielen, also die älteren Spiele, da ist es halt so, dass du wirklich einer runden Faden folgst. Und da aber auch sehr viel mit Erkunden immer ist. Aber da würde ich dir lieber mal ein Video empfehlen. Es gibt einige, die noch nicht Zelda gespielt haben, Bauchi. Aber es ist cool, auf jeden Fall damit anzufangen. Ich weiß nicht, ob BOTW und TOTK so die besten Spiele sind, um damit anzufangen. Ich würde trotzdem eher mit anderen Spielen anfangen. Aber auf der Switch ist es schwierig, weil auf der Switch nur Link's Awakening noch gibt. Das ist schwierig. Ich würde lieber Twilight Princess oder Wind Waker tatsächlich empfehlen. Oder eher für ein 3DS A Link Between Worlds. Das wäre auch eine gute Sache. Also, ich bin da mal beim Kartografie-Turm. Wenn du zum Aufbruch bereit bist, sag mir Bescheid. Ja. Komm, Joscha, es ist Zeit. Das mit dem Teleporter lege ich schon. Oh nein, wieder ihre Katschika. Du hast Scheiterdienst, Joscha. Katschika. Oh. Jawohl, Direktorin Pura. Oh Gott. Ich glaube, Skyward Sword gibt es auch noch für die Switch. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich glaube, Skyward Sword würde ich auch nicht für den Anfang empfehlen. Ich würde eher ein 2D-Zelda empfehlen am Anfang. Okay. Das hier, das muss so. Und fertig. Ah, Link, bist du bereit? Auch ich habe eine Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt sollte Teleporter funktionieren. Fehlt nur noch eins. So, Joscha, hier drüben ist alles bereit. Bestätige den Schalter. Das war gerade kein Satz. Bestätige den Schalter. Ah, dafür ist das Ding da. Gut zu wissen. Todd ist wirklich cool. Ah, Lira allein, nicht Game Over sein. Wait, was passiert denn da? Ich hab nicht aufgepasst. Hä, was wurde rausgeschossen? Lol, hä? Alle ganzen Türme werden jetzt aktiviert oder was, dass ich da rein kann? Also mit den Türmen wird es ja wieder so sein, dass man die Karte freischalten kann, ne? Wie in jedem anderen Spiel gefühlt, Assassin's Creed und so. Von hohen Punkten aus. Oh, das sieht geil aus. Oha, Screenshot. Ey, das... Aber dieses Spiel kann besser sein als BOTW. Crazy. Direktorin Pura, die Kartografietürme in den übrigen Standorten scheinen alle auch bereit zu sein. Dann los, Link. Jetzt bist du an der Reihe. Als erstes. Ja. Das ist aber noch so Chica, ne? Das ist so Chica-Vorrichtung. Das ist ja kein Sonai. Halt das Pura-Pad an die Vorrichtung dort, ja? Hi, Lira Line. Schön, dass du da bist. Mein Kleiner. Ah, Game Over schon wieder. Das schaffst du, Lira. Das schaffst du. Bin den wichtigsten Tod ever. Hab ein Bein in die Fresse geschlagen. Ich hoffe, das ist geklippt. Das ist halt basically eine Kanone, ne? Mhm. Damit ist der Kartografie-Turm nun auf deinem Pura-Pad registriert. Damit sollte auch der Teleporter-Einsatz bereit sein. Du kannst dich jederzeit auf die Plattform jedes registrierten Kartografie-Turms teleportieren. Na, begeistert? Eine geniale Erfindung, oder? Mhm. Aber das ist noch lange nicht das Tollste an diesem Turm. Sein Hauptzweck ist, wie der Name schon andeutet, das Erstellen von Karten. Nur dank ihm ist es möglich, die Topografie der Umgebung mit dem Pura-Pad zu erfassen. Juhu. Beeindruckend, oder? Ja. Zum Kartografieren muss man allerdings sehr gut mit einem Parasäge umgehen können. Außer, gibt es da nicht besonders viele Kandidaten. Achso, weil wir eben Parasäge in BOTW hatten, ne? Wir konnten die Sache folglich bisher noch nicht testen, also wärst du da mal so freundlich? Hier, bitteschön. Ein Parasegel, dankeschön! Endlich, endlich.
Das hat viel zu lange gedauert. Dann zeig uns mal, was du kannst. Mhm. Viel Erfolg beim Abschuss. Ich meine natürlich Abschlusstest. Mhm. Ich werde alles vom Forschungslabor aus observieren. Du ziehst dich zurück, oder was? Sobald der Abschlusstest natürlich abgehakt ist, folgt eine letzte Besprechung für die Suchaktion nach Prinzessin Zelda. Zuerst müssen wir die vom Kataklysmus betroffenen Orte auf der Karte verzeichnen. Also komm dann bitte noch einmal her, ja? Cool, geil. Ja, gern mitmachen beim Gewinnspiel. Dann. Ich auch ganz gern mitmachen. Ganz, ganz gern, Leute. Deswegen, da kommt morgen nochmal eine Ankündigung zu. Den Namen ändern, aber ich weiß nicht, wie es geht. Boah, ich glaube bei YouTube, ich weiß zumindest am PC, musst du oben rechts auf dein Profilbild und da irgendwie auf Einstellungen ganz unten. Aber ich glaube, du musst eher oben bei Google-Konto. Du musst es über Google ändern. Das ist bei YouTube immer so mega kompliziert. Mob, ich nehme deine Switch-Anfrage an, wenn wir das nächste Mal auch online spielen. Oder vielleicht nach dem Stream, okay? War das immer außerhalb der Streams. Außerhalb bei Online-Spielen. Kennst du Genshin Impact? Das ist so ähnlich, aber halt eine andere Story. Ja, das auf jeden Fall. Also Genshin Impact habe ich mal kurz gespielt. War nicht so meins persönlich so. So Anime-mäßig bin ich nicht so drauf. Aber trotzdem, die Open World sah sehr, sehr krass aus. In Genshin Impact. Und das Spiel sieht mega schön aus. Definitiv. Also kann man das ein bisschen vergleichen, so die Open World her, von der Größe und von so ein bisschen Aufbau, wenn man nie vorher Zelda gespielt hat. Mochi, fang gerne mit TOTK an. Aber ich finde Mizuki voll gut, den Namen. Also ich finde den for real richtig gut, Mizuki. Mag den Namen. Ist auch gut einzuprägen, tatsächlich. Mit dem Tor-Profilbild dazu. Der Mobsch hat gerade gesagt, ich würde das danach annehmen, okay? Und halt bei Online-Spielen eh. Oh Leute, das sind Wächterarme vom DOTW. Hä? Seid nämlich fest. Er hat meine Switch angeschossen. Wieso hab ich einen Seil um mir? Oh nein. Oh nein! Also drunter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber irgendwie geil. Irgendwie geil. Irgendwie sehr geil. Oha. Oh, die Musik ist auch schön dazu. Ah, jetzt wird die ganze Karte aufgenommen. Es wird einfach eine neue Karte erstellt. Die Shika-Türme gibt es ja auch nicht mehr. Also, dass wir die Fläche zuerst haben, ne, mit dem Schloss, das ist schon sehr cool. Die Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Ist aber gar nichts, oder? Deine Himmelskarte? Ist ja gar nichts. Lass dich katapultieren. Oh, können wir jetzt überall hinfliegen, wo wir wollen? Aber wir müssen nochmal eh zu ihr, ne? Ja, das sieht so krass aus, ne? Das Schloss dort. Ich bin gespannt, ob da hinten in der Schlucht noch immer dieser Tempel unten drin ist. Da sind ganz viele Schreine überall. Lol, ist das da hinten ein Sternsplitter, der runtergekommen ist, weil da so ein Leuchtfeuer nach oben ist? Oh, schöner Parasegel. Hallo. Lokura. Ich hab's geschafft. Und hi, Lucario. Ich wollte Riulu sagen, ist aber die Vorentwicklung. Hi, Lucario. Schön, dass du da bist. Willkommen im Stream. Liebe Grüße in die Schweiz. Du weißt Bescheid. Liebe Grüße. Ist wirklich Bungee Jumping. Leute, wer hat schon mal Bungee Jumping gemacht? Oh, wie? Ich trau mich das nicht. Wirklich nicht. Muss ich zugeben. Und eine Story anders und ist halt auch mit Events, die kommen, wieder gehen, aber zum größten Teil. Ich würde sagen, so ein bisschen, wenn man noch nie Zelda gespielt hat, würde ich schon sagen, dass man ein bisschen vergleichen kann mit Genshin Impact, so von der Größe her, vom Aufbau her, oder? Ist deutlich selbstständiger mittlerweile. Okay, also der Anfang war so Anfänge von Genshin Impact waren gleich, okay. Hi, Grau, ich weiß, dass du da bist. Ich habe gesehen, du spielst Mario Kart. Was ist mit dir los? Ein bisschen schon mal üben für den nächsten Stream. Okay. Wir kommen zurück auf den festen Boden. Das war ein hübscher Flug, Link.
Und konntest du die Kartenerstellung erfolgreich durchführen? Mhm. Ja, das freut mich, denn für unsere weitere Nachforschung wird die Karte unerlässlich sein. Kartografietürme findest du übrigens überall auf der Welt, also nutze sie, wann immer du kannst. So, jetzt geht's endlich ins Eingemachte. Der Kataklysmus hat nämlich nicht nur hier seinen Spuren hinterlassen. Überall in Hyrule wird von seltsamen Phänomenen berichtet. Würdest du mir kurz deine Karte zeigen? Okay. Bitteschön. Schön, dass ich die Arbeit übrigens für dich mache. Zum einen wäre da Hebra im Nordwesten von hier, also bei den Ornis. In Aedin in Nordosten bei den Goronen. Gerudo in Südwesten. Ja. Und zu guter Letzt noch im Osten in Ranel. Ja, bei den Soras. Okay, die Phänomene konzentrieren sich auf diese vier Gebiete. Aber wahrscheinlich wird wieder irgendwas sein, da wird wieder Stress sein, die werden Stress haben und dann müssen wir da einen Dungeon machen oder sowas. Stimmt. Kann ich mir jetzt vorstellen. Kekse. Schmecken nach Kekse. Mom, du hast es erfasst. ich liebe aber Kekse. Kekse finde ich mit beste Süßigkeit. Ich liebe Schokolade und Kekse so am liebsten. Beste Süßigkeiten. Vielleicht gibt es gar keinen direkten Zusammenhang, aber ich habe das Gefühl, dass Erforschen dieser Phänomene könnte uns auf die Spur von Prinzessin Zelda bringen. Übrigens, Direktorin Pura, es geht ein Gerücht rum, im Dorf der Orni, das in Hebra im Nordwesten liegt, hätte angeblich jemand Zelda gesehen. Ein Gerücht, sagst du. Eigentlich widerstrebt es meinen wissenschaftlich geschulten Geist, mich von bloßen Geräten beeinflussen zu lassen. Aber in der jetzigen Situation könnten selbst Gerüchte gut sein. Ah, Link. Ich habe übrigens auch die Leute von der Zeitung um Hilfe bei der Suche nach Prinzessin Zelda gebeten. Niemand hat den Finger mehr am Puls von Hyrule als sie. Die Redaktion befindet sich direkt beim Dorf der Orni. Wenn du in der Nähe bist, könntest du ja mal bei den Chefs, bei der Chefredakteurin vorbeischauen. Vielleicht kann sie dir irgendwo helfen. Ich werde weiterhin die durch den Kataklysmus herabgeschossenen Ruinen und entstandenen Abgründe untersuchen. Außerdem werde ich mich in Dörfern und anderen Treffpunkten von Reisenden umhören. Vielleicht findet sich auch dort Hinweise zum Verleib von Prinzessin Zelda. Ja. Die Erkundung der Phänomene liegt also ganz allein in deiner Hand, Link. Ich bin mir sicher, wir werden Prinzessin Zelda finden. Okay. Wieso haust du ab? Du hast was zu sagen. Du hast jetzt ein rotes Ausrufezeichen. Tut mir leid, ich muss unverzüglich etwas mit Onkel Robbie diskutieren. Es geht um unsere Erforschung der Abgründe. Wir unterhalten uns später. Ja, dann tschüss, ne? Dann bye. Wie ist das mit dem Pay-to-Win in Genshin? Hab mitbekommen, dass es irgendwie voll Pay-to-Win sein soll. Wie gesagt, ich bin da gar nicht drin, ob mich braucht er nicht fragen. So, ja, mein Orni. Sie sind eine Kombi bekannt, warum bist du nicht gerade durch die Luft geflogen? Wird dein Name? Mein Name ist Link. Ah, Link, ja, Link, oh, ja, sag mal. Das ist doch derselbe Name wie der von diesem berühmten Helden, oh. Ich hätte mich zuerst vorstellen sollen. Ich bin Pan vom. Pan. Vom Kleeblatt-Kurier. Und ich werde einen prima Artikel über die Sache mit dem Kartografieturm verfassen. Und muss auch schon los. Schönen Flug dann nochmal beim nächsten Mal. Doch, der Uni kannst du auch mal gerne vorbeischauen. Bye, bye! Pan sieht insane aus. Pan sieht richtig cool aus. Leute, schaffe ich es da zu dem Sternteil? Ich glaube nicht, ne, wenn das auch ein Sternteil ist. Ich gehe da ja nicht von aus. Leute, wait, wir haben doch jetzt das Prara-Segel, ne? So ganz dumme Frage. Hier ist übrigens so ein Abgrund. Weiß nicht, ob wir da auch mal vorbeischauen sollen. Aber wir gehen mal nach oben. Weil vielleicht können wir von oben aufs Plateau drauf. Das ist das, was ich heute auf jeden Fall machen möchte. Und mir ist gerade noch eingefallen, was ist aus Kakeriko und Hateno geworden? Da würde ich gerne auch mal vorbeischneiden. Ich muss die ganze Zeit gehen bis Sonntag und Dave hat mich immer gerade herausgefordert, dass er besser ist als ich, Lini. Deswegen bin ich auch nicht lange hier. Unser Dave hier? Hat dich herausgefordert? Was ist denn da los? Was ist denn da bitte los? Oh, ich kann mich an den Ort erinnern. Ich hab doch gefragt, ob hier irgendwie ein Krog ist oder so, ne? Da ist ein Krog. Der ist ein Krog und das sind die nervigen Krogs. Sei nicht so nervig, Krog! Geht, ich nehme mal mit. Aber wir müssen auch noch den einen Doppelkrog machen, ne? Der seinen Freund sucht. Weil den habe ich ja ins Wasser geworfen und der wollte nicht wieder respawnen. Der wollte über Bahn gehen. Okay, müssen wir dann nochmal nachschauen. Wo ist denn das Plateau? Es muss ja hier sein, ne?
Da ist Schloss Hyrule. Ah, das ist da hinten. Okay, I see. Kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch, Leute? Also mit Klettern kommen wir halt basically schon hoch. Ich habe ein paar Kletterübungen gemacht. Aber es wird nicht einfach. Ich überlege, ob wir lieber von hinten abspringen. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Ey, Geisel, bis gleich. Bis gleich, mein Lieber. Haben alle Sachen, die es zu machen gibt. Also hier gibt es ganz viele Sachen zu machen in TOTK. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt diese Untergründe, wo man rein kann. Es gibt ganz viele Schreine, die man machen kann. Man kann die Story verfolgen. Man kann erstmal schauen, was aus den ganzen Orten aus Bibliothek W geworden ist. Also es gibt ganz viel. Ja, das passt doch perfekt hier unter uns. Ist doch das Plateau. Glaube ich. Da ist die Zitadelle der Zeit. Jo. Dann würde ich mal sagen, Abflug. Oh, hier sind auch die Untergründe. Leute, schaut mal. Leute. Diese roten Kreise. Da drüben ist übrigens ein großer roter Kreis. Das ist ein Wirbel. Das da drüben ist der Hyliasee. Ah, ich muss nach da drüben. Okay, ich hoffe, wir kommen da drauf. Okay, hier stand, glaube ich, der Shika-Turm, ne? Hier, da, genau da, wo ich hinschaue. Hier stand der Shika-Turm. Da ist so ein Abgrund und da. Ich weiß nicht, ob wir da mal rein sollen. Okay, Leute. Hier hat alles in Zelda BOTW begonnen. So, dann 9. Es kann sein, wirklich, dass die 9 noch da sind, ne? So, Leute, vergessenes Plateau. Und Croc. Nein. Kannte Queenie gar nicht. Ich habe einfach eine Glocke bekommen. Wie eine Glocke bekommen. Mitsuki. Was meinst du? Wie wirst du zum Streaming gefunden? Kann man reinschreiben. Aber schön, dass du da bist. Schön, dass du hergefunden hast. Wie gesagt, wenn du irgendwas auch hast, kannst du immer hier gerne auch mitmachen, wenn du Bock hast. Sonst auch gerne auf den Discord-Server kommen, wenn du alle Infos haben magst. Wenn du mal Streams online gehen. Antiker Deutsch. Was? 50 Syntheseangriffsstärke? Diese kurze Klinge aus vergangenen Zeiten kann Gegner in Luft auflösen. Für den Einsatz als Stichwaffe ist sie zu klein. Daher wird sie meist als Pfeilspitze verwendet. Insane. Ich gehe mal weg von dem Loch erstmal. Ich will mal zur Zitadelle. Und den Schrein des Lebens. Wo wir in BOTW am Anfang aufgewacht sind. Ja, hier stand der Turm, ne? Hier, genau hier. Der Turm ist weg. Was ist denn mit euch los? Einfach Parade am Start oder was? Ja, unser Dave. Boah, Raoul, dann bin ich gespannt. Dave war ja beim letzten Mal beim K.O.-Battle sogar Zweiter. Also Dave ist schon echt gut geworden. Muss man einfach mal sagen. Aber ich glaube, dass ich hier richtig ins Gesicht bekomme. Pan war im Gym. Ja, sah so aus, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich hier irgendwie nicht erwünscht bin. Aber ist nur so ein Gefühl. Mini-Hinox. Ja, diese Dinger sehen aus wirklich wie Mini-Hinox. Ey, die sind aber One-Hit, ne? Das ist einfach mit so einem normalen Bogen. Oh nein. Kakuda. Okay, Dinge heißen Kakuda. Das ist gut zu wissen. Okay, Leute. Zitadelle der Zeit. Ist da oben wieder ein Croc drauf? Ist ganz oben ein Croc drauf, Leute. Das müssen wir herausfinden. Das müssen wir herausfinden. Hä? Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Kann das sein? Ich werfe mich aber mit Stein. Was ist mit euch los? Aua. Leute, chill doch mal. Hallo, könnt ihr aufhören, Steine nach mir zu werfen? Ruin des Tempel der Zeit. Und das ist aus BOTW, ne?
Es sieht halt basically genauso aus. Immer noch kaputt. Ich habe random auf deinen Stream geklickt, weil du mir vorgeschlagen wurdest. Das ist sehr schön, Mochi. Okay, und hier, okay, steht immer noch die Statue der Göttin, wo wir Dinge tun können. Was, Pan sieht aus wie ein Animal Crossing-Bewohner? Ja, irgendwie schon, ne? Vergessenes Plateau, Schlosstor, gefangen auf dem Grunde des Wassers. Schlosstor. Okay. Scheint ein Rätsel zu sein. Okay. Müssen wir mal schauen. Ich würde ganz gerne schauen, ob ganz oben Krok ist. Das wäre... Ey. Sie haben ganz viel Liebe reingesteckt, Leute. Wenn da oben jetzt der Krok ist. Wenn nicht, haben sie keine Liebe reingesteckt. Nintendo, da bin ich enttäuscht. Da bin ich richtig enttäuscht von euch. Wenn da jetzt oben kein Krok ist. Hi Thomas, einen wunderschönen Abend, willkommen im Stream. Spielst du gerade auch Zelda Tears of the Kingdom oder hast du es noch vor dir zu holen? Kannst du ja gerne mal reinschreiben. Ah, schön, dass du dich hier gefunden hast. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Willkommen im Stream. Oh mein Gott. Hä, man bekommt hier einfach... Okay, den Nostalgiestoff fürs Parasegel, weil hier oben... Im BOTW spricht man ja mit dem Geist von dem König von Hyrule, den Roam, oder wie der heißt. Und da jetzt bekommt man einfach, bekommt man auch das Parasegel normalerweise. Und jetzt bekommt man den Stoff dafür, für den. Aber wait, wir haben doch, guck mal, wir haben hier mehrere Stoffe. Wie kann ich das denn? Ja, ich glaube, wir müssen erst jemanden finden, ne, der das machen kann. Und Tanz für Maronus. Wir können mal schauen, wo Maronus ist. Ob er immer noch da steht wie in BOTW. Oh, da fällt ein Stein von oben herab. Müssen wir auch mal schauen. Ey, die ganzen Himmelsinseln. Da kommen wir doch nur hin über die Steine. Und das ist ein Krok! Es ist einfach ein Krok an der gleichen Stelle. Sie lieben ihr Spiel. Nintendo liebt ihr. Aber Zelda, ne? Das ist absolut insane. Das ist so geil. Dass der Krok halt wirklich auch noch da ist. So, Raoul, bis morgen, mein Lieber. Bis morgen. Morgen fangen wir übrigens wahrscheinlich nicht um 11 Uhr an. Im Streamplan steht 11 Uhr. Wir fangen wahrscheinlich um 13 Uhr an. Bis zum Anmerken. 13 Uhr wieder Zelda TOTK und dann wieder am Abend. Ihr wisst Bescheid, so wie heute. So, Leute, der Schrein des Lebens. Ist doch dort oben gewesen, ne? Ist hier unten ein Krok? Der eine Krok ist zumindest nicht da. Da bist du ein Krok. Er ist ein Krok. Worm heißt... Worm... Was? Worm? Der König heißt Worm... Bofaramus Hyrule. Genau, genau sowas. Ich glaube, seine Vorfahren auch so hießen halt in anderen Zelda-Spielen auch ein bisschen anders, ne? Hallo, Quaggy. Hä, hey, da unten liegt ein Schwert auf dem... Auf dem Ding, auf dem Grund. Okay. Ey, es ist so Nostalgie jetzt hier, ne? Es ist so krass. Es ist einfach so krass, oder? Das da oben ist aber neu. Da war die Höhle, wo wir ihn zum ersten Mal getroffen haben. Ich bin jetzt gespannt. Was ist mit dem Schrein des Lebens? Warte mal, da oben. LOL! Da ist so ein... Da ist dieses... Mamayoi, oder wie das Ding heißt. Aber wenn wir ihn abschießen, dann bekommen wir Rubine, oder? Ja, ist immer noch so.
Oh mein Gott, Leute. Es ist einfach, es ist wie in BioTV. Warte, wir müssen das Ding mal wegstecken, ne? Sorry, das verschwört die ganze Sicht. Das ist der Anfang von BOTW. Oh, das Schrein des Lebens, wir kommen da sogar rein. Oha, Schrein des Lebens. Der ist ein bisschen, Link, kannst du dich noch erinnern? Ist ein bisschen zugewuchert hier drin. Oh, hier ist so ein Vieh jetzt. Na toll, geil. Das war mein Zuhause. Junge. Hau ab da. Hä, wieso hält er denn so viel aus auf einmal? Okay. Vielleicht, das soll vielleicht darstellen, dass das Schwert von der Mitte runtergerutscht ist. Ah, stimmt. Ich weiß, was du meinst, ja. Hä, ist das heißes Wasser? Das führt die Herzen auf. Oh! What? Wait. Wait, what? Das ist unter der Kammer, wo Link in BioTV aufwacht. Wait, ist das Zeichen der Jäger oder nicht? Nee. Es ist das Zeichen der Jäger, oder? Umgedrehtes Auge. Ja, und hier sind Bananen. Oh nein, was? Der edle Ritter auf der Suche nach der nächsten Mahlzeit. Du bist auf so eine einfache Falle reingefallen. Das ist ein geheimes Lager für Dinge, die wir im Untergrund finden. Nun, da du es gesehen hast, muss ich dich töten. Das ist dein Ende! Oh mein Gott. Das sind wirklich wieder die Jäger. Und er ist einfach der größte Lappen überhaupt. Oh mein Gott. Es scheint, glaube ich, übrigens wirklich ein großes Höhensystem zu geben, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Autorisierung erfolgreich. Hier ist noch das Haus von Link. Boah, wäre gut zu wissen. Dafür müssen wir nach Rateno. Ey, Mann, wir müssen das alles anschauen. Das wird so geil. Ich danke dir für die Vertreibung der Eindringlinge, Link. Sie waren es, die mich aus dem Untergrund hierher brachten. Es ist mir zurzeit nicht möglich, in den Untergrund zurückzukehren. Daher werde ich meine Aufgaben hier nachkommen. Im Untergrund war ich mit der Verwaltung der Bauplansteinplatten betraut. Einst konnte man dort viel Sonanium finden. Es gab eine florierende Schmelzhütte. Ich sollte etwas überreichen, jedoch... Hat das die nötigen Bedingungen nicht erfüllt? Bitte begib dich zur verlassenen Zentralmine im Untergrund. Oh boy, ist das jetzt dein Ernst? Ich muss hier nochmal irgendwann zurückkommen. Ja, danke schön. Danke für deine richtig geile Hilfe. Oh. Naja, okay. Sag mal so, dann haben wir das zumindest schon mal gesehen, ne? Ey, aber krass. Krass, dass das hier unter dem Schrein des Lebens gerade ist. Was ist hier eine Donnerblume eigentlich? Ey, crazy. Na, und hier geht man ja raus normalerweise. Aber hier ist wirklich alles... Die ganze Chica-Technologie ist weg. Was tut denn meistens? Mizuki, einfach mal in den Streamplan reinschauen. Es gibt auf YouTube unter den Beiträgen immer einen Streamplan. Und es gibt auf Discord auch immer Streamplan und nochmal die Stream-Ankündigung vor den Streams, bevor sie rauskommen. Oh, da unten wurde Iva... Oh, das ist so ein Ivarok. Das ist eine Ivarok-Festung, ne? Die gibt's ja auch neu. Was ist das da unten?
Wasserfrucht. Diese Frucht enthält unter hohem Druck stehendes Wasser. Als Kochzutat erhöht sie dank ihrer natürlichen Schmiermittel deine Schwimmgeschwindigkeit. Das ist auch komplett neu. Okay, geil. Ja, mit denen da drüben lege ich mich gerade mal nicht an. Ich habe übrigens einfach ein Königsschild. Also erkennt Discord runterladen. Ah, alles gut. Du findest aber den Streamplan auch immer in den Beiträgen. Wenn du auf meinen YouTube-Kanal gehst, unter Community, glaube ich, ne? Und dann sind dort die Beiträge. Ah, das ist eine Krokblume. Leute, das ist eine Krokblume. Ey, also natürlich jedem viel Glück, ne? Aber bitte da nicht böse auf andere sein, wenn andere das gewinnen, das Spiel am Sonntag. Da bitte nicht böse sein, Leute. Wirklich nicht. Dann einfach auch den anderen gönnen. Das bringt nichts dann irgendwie, sich untereinander zu hassen, weil jemand anders das Spiel gewonnen hat. Es ist trotzdem für jeden halt auch kostenlos, da mitzumachen, ne? Und es gibt auch weiter immer Giveaways hier. Aber natürlich für Nintendo Online unter bestimmten, zum Beispiel auch Feiertagen und so, auch eShop-Karten. Das mache ich ja, um euch was zurückzugeben. Wäre geil gewesen, hat sich dort Koga Bananen reingeschoben. Das wäre geil gewesen, wenn er einfach so liegen würde und einfach sich Bananen reinstopfen würde. Das ist schon geil. Okay, warte mal, wo wollte ich denn hin? Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Eigentlich ist es mega dumm, dass ich jetzt hier lang laufe. Ist das Kolosseum noch da? Das müsste ja hinter sein. Da oben könnte auch ein Krog sein. Hi Luke, du warst doch schon mal da, ne? Dein Profilbild, dein Name kommt mir bekannt vor. War aber, ist vielleicht schon ein bisschen her, kann das sein? Ich will dich wiederzusehen, wenn. Oh, du bist auch wieder am Start. Hi. Oh, da unten ist ein Schrein. Ryogok-Schrein. Machen wir den mal, oder? Mario Kart. Aber deswegen, ich kenne den Namen, aber du warst trotzdem. Wann warst du jetzt mal da, Luke? Aber ich kenne den Namen plus Profilbild. Das sagt mir sehr, 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 sehr doll was. Aber schön, dass du wieder da bist, mein Lieber. Schön, dass du wieder da bist. Kraftübertragung. Okay. Oh nein. Ey Leute, ich habe schon gehört, dass die Rätsel teilweise wirklich schwer sein sollen. Habe ich natürlich jetzt richtig Bock drauf. Wie geht das? Ich bin jetzt schon überfordert. Ja, wie soll ich die... Oh, okay, das wusste ich nicht. Okay, das war schon richtig. Okay, also die Teile sind Energiespender. Okay, 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 okay. Klar. Ah, wait, da kommen wir nach oben. Okay.
Lol. Okay. Ey, Leute, ich fühl mich gerade gar nicht mal so dumm. Echt jetzt. Ich fühle mich gerade ein bisschen klug. Ey, Lukas, das Spiel auch gekauft? Oder eher nicht so? Oder kaufst du es denn noch? Da komme ich nicht einfach durch. Oh, ich sehe das Problem. Oh, okay, okay. Okay, wait. Ich habe eine Idee, wie wir das lösen können. Weißt du, ich mache jetzt vor allem schon irgendeinen fortgeschrittenen Schrein, ne? Das ist absolut dämlich. Warte mal, okay, das schiebt das immer nach oben. Und das andere, wenn wir das da abmachen. Guck mal, das schiebt das nach oben. Und wenn wir das da dran machen, dann sollte das funktionieren. Oh nein. Aber du bist ja erst durch da. Ja, diese Rätsel in diesen Spielen, ne? Diese Rätsel in diesem Spiel sind absolut insane. Ey, wie geil. Wie geil einfach. Darauf musst du erstmal kommen. Ist da noch irgendwie eine Truhe? Ich gab's gar keine Truhe gerade, ne? Ich hab die übersehen. Kann das sein? Mega geil. Mega, mega geil. Hatte mal 7 Katzen. Okay, das ist krass. Und Hatte ist irgendwie sehr traurig. Geise, das ist ein bisschen traurig. Ich hoffe, dass die noch leben, also müssen ein paar leben. Also ich habe ja 2 Katzen. Eine ältere Katze ist, glaube ich, mittlerweile, Lira, was? 14, 15, glaube ich. Und eine kleine Katze, die wir aus dem Tierheim geholt haben, die ist 3 geworden. Im April. Wenn die noch nicht geliked haben, tut das. Luke, absolut recht. Nee, Luke, ey, schön, dich wieder zu sehen. Nächste Woche werden wir auch wieder Mario Kart spielen. Wenn du Bock hast, damit teilzunehmen, dann mitzumachen. Sehr, sehr gerne natürlich, mein Lieber. Würde mich sehr freuen. Und was mich auch sehr freut, es hat noch nicht einmal geregnet in den Spielen. Das fängt bestimmt aber gleich an. Wenn ich es einmal sage, dann fängt es gleich an. Oder sie haben einfach Regen rausgemacht. Das ist okay. Damit bin ich fein. Aber da hinten mit dem Licht, den Turm, den haben wir, ne? So ist der Mond. Ich dachte, das wäre sonst irgendwas. Ja, unser Kater heißt Paul und unsere Katze heißt Jule. Ist 3. Okay, Leute, komm ich mit meiner kleinen Fähigkeit hier irgendwie nach oben? Ne, das muss eine gerade Wand sein, ne? Ja, schwierig. Schwierig, sehr schwierig. Aber das wird nichts. Da drüben ist safe ein Krog drauf. Ich habe aber ein bisschen was gekocht, Leute. Ich habe für euch gekocht. Kann ich schreiben? Bis gleich. Bis gleich, Mizuki. Man kann ja ganz gerne noch reinschreiben, was es zu essen gibt bei dir. Das ist immer sehr wichtig hier im Stream. Okay, wir klettern gerade mal so hoch, Leute. Kann kurz dauern? Kann kurz dauern? Okay, Liras Katze 12. Wir sind beim zweiten Schreien. Luke, ich finde, dass das Tutorial echt lang ist. Aber das Spiel hat wirklich so viel zu bieten. Ich glaube, das musst du halt alles... Vor allem jemand, der das Spiel neu anfängt und nicht BOTW auch gespielt hat. Vielleicht, ja, wird es auch wieder geben. Der muss das Spiel auch erstmal erklären. Ne? Muss das mal ranbringen. Cool. Ich habe keinen Bock auf Gerudo, weil ich weiß, dass dort blöde Moldoras sind. Ja, und was wir machen können, weil das gerade hier vor hingefallen ist. Wir kommen eh immer wieder hier runter. Wir gehen mal kurz nach oben, Leute.
Wir gehen kurz nach oben. Weil das muss ich schon mitnehmen. Was ist das nochmal hier? Das ist Zeitumkehrer. Das müssen wir schon mal mitnehmen, Leute. Das ist so geil einfach. Weil wir kommen immer wieder hier runter. Oh, da ist ein Untergrund, wo der eine, wo das Cryo-Modul war. Im BOTW. Das Schrein. Das ist so ein Untergrund. Ey, meistert ihr mir so cool. Burger mit Pommes. Wait, ich dachte, ich komme nicht irgendwie zu einer Insel nach oben. Ah, das ist ja enttäuschend. Das ist ja enttäuschend, Leute. Meine Hose bringt auch nichts. Ob da rechts noch ein Krog ist? Da unten, die geht auf jeden Fall einiges ab. Da unten ist irgendwie alles zerstört oder so. Ey Leute, soll ich da runter? Was ist denn da los? Westabgrund am vergessenen Plateau. Leute, wollen wir da runter? Das sieht irgendwie unheimlich aus. Ich sag's, wie es ist. Das ist einfach absolut unheimlich. Ich bin eine Katze, aber meine Mutter sagt nein. Ja, ich kann das auch vollkommen verstehen, wieso man auch zu Tieren nein sagt. Also auch zu Katze oder Hund auf jeden Fall. Ich kann das schon verstehen, Mochi. Trotzdem, Tiere kosten halt auch Geld, muss man ja natürlich auch sagen. Und auch Aufmerksamkeit. Das ist halt auch so die Sache. Oh mein Gott, Leute. Was? Wie tief geht das bitte? Oh mein Gott, wie creepy ist das bitte? Wait, ist das alles eine große Höhle? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was? What the hell? Oh shit! Ganz Hyrule scheint ja wirklich einfach untergraben zu sein. Und hier ist überall dieses Miasma. Oh mein Gott, what? Also wie groß ist dieses Spiel bitte? Oh, wir haben eine neue Karte, Untergrund. Was zum Teufel? Wie creepy das aussieht, weil einfach auch alles dunkel ist, ne? Oh, da unten ist auch noch was. What the hell? Hier ist alles dunkel. Schau mal, es ist ein Riesenraum. Guck mal, da oben ist irgendwie, keine Ahnung, gefühlt ein Baum oder irgendwas. Wenn man es im Stream sieht, seht ihr was? Ey, mich würde interessieren, was da unten ist, aber ich glaube, da bin ich einfach tot, oder? Ich sehe halt nichts. Aber kann ich nicht? Ne, okay, da bin ich nicht tot, das ist einfach Stein. Aber da drüben bin ich wahrscheinlich tot, ne? Ne, das ist auch noch Ruin, okay. Okay, okay. Anscheinend ist man doch nicht sofort überall tot. What? Die sind einfach verseucht. Bockblindknochen. Das war 20 Schaden? Kannst du bitte noch nicht fahren? Hallo? Stopp. Ja, also dafür muss ich was wegschmeißen. Sorry, aber dafür muss irgendwas weg hier. Das nehme ich mit. Die Leuchtsamen sollte ich nutzen. Aber ich kann die ja nur vor mich hinwerfen. Es bringt ja nichts, die irgendwo hinzuwerfen. Ey, du kannst doch hier nicht alles ausleuchten mit den Leuchtsamen. Oh mein Gott. Was geht hier ab, bitte?
Okay, so Nanium ist ganz geil, dass wir das bekommen. Okay, warte mal, wir haben doch den Knochen. Kann ich den nicht kombinieren mit einem anderen Knochen? Dann haben wir einen Riesenknochen. Let's go. 40 Schaden! Was? Dira ist mit sich selbst überfordert. Dira, was machst du denn gerade? Übrigens habe ich vorhin hier, ne? Großes M, ihr wisst Bescheid. Eine Cola, aber weißt du, die Cola schmeckt einfach nach... Das ist keine Cola. Und da steht dann auch Coca-Cola drauf. Da ist nicht mal Kohlensäure drin. Lira, wenn du auf den Eulenhasen schießt, dann kommt eine Rubine raus aus ihm. Kannst du einsammeln. Knochen halten nur zwei Schläge. Wenn wir rausfinden. Mal schauen. Okay, ich habe schon gesehen, wir haben auch Raketen übrigens, ne? Ich will es ja nur so sagen, wir haben Raketen. Das ist da... Ich weiß nicht, was das ist. Hallo Yukin, willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Das schmeckt nach Cola. Nee, nicht jede Cola schmeckt nach Cola. Manchmal ist das einfach nur so ein Sirup beigemischt. Das ist halt vor allem bei... beim großen M und so. Hallo? Also Deutsche Bahn kann die Züge dann auch schon besser. Ja, da geht's auch noch irgendwo hin, ne? Ja, Leute, was machen wir? Wir haben noch eine Leuchte. Wir haben aber einfach auch... Wir haben einfach Raketen, Leute. Ich bin maximal überfordert. Was ist das denn bitte? Wo bin ich hier in was für ein Spiel? Ich mach mir einfach eine Raketenlore. Was bist du? Leute, düsen wir jetzt da durch die Dunkelheit oder was? Muss auf Spülmaschine aufräumen und Gassi gehen. Hab noch einen Hund, der heißt Holly. Ey, sehr cool. Geil, sie macht das. Vielleicht noch mal bis später. Wir werden auf jeden Fall noch ein, zwei Stündchen hier streamen. Ganz, ganz nebenbei einfach anlassen, Leute. Würde mich auch sehr freuen. Ja, Leute, versuchen wir das mal, oder? Oh mein Gott. Okay, Raketen sind leer. Alter, was ist das bitte? Das ist ja alles untergraben, ganz Hyrule. Mine im Hylia-Tal. Hallo, stopp, hallo. Gehst du wieder zurück, bitte? Geh wieder zurück. Oh nein. Das war zu weit zurück. Oh nein! Oh mein Gott, da hinten sind Moblins, die auch von dem einen befallen sind. Ist das hinten Irrlichter vielleicht? Da unten auch. Ey Leute, ich hoffe, man bekommt irgendwie später eine Rüstung oder so, die leuchtet oder sowas. Was ist das? Ich kann mir gerade nur richtig so ein bisschen Feuer machen. Aber wir können die... Kann ich die Pflanzen auch einfach so hier rausnehmen? Okay, das bringt schon einiges, ne? Okay, und das Zeug brauchen wir, ne? Ich habe da nichts Besseres zum Abbauen, es tut mir mega leid. Ich muss es leider so abbauen. Was ist das? Es gibt einfach einen riesen Untergrund. Und man sieht hier nicht mal irgendwas. Auf der Karte gibt es ja auch Türme. Nee, geht ja gar nicht, oder? So, was denn? Irrlicht. Eine im Untergrund häufig zu finden, leuchtende Geisterkugel. Sie scheint zu posieren und fühlt sich nicht heiß an. Vielleicht findet einen Nutzen für sie. Okay. Oh, okay. Er baut da fröhlich ab, oder was?
Wie viel sind denn da? Hallo? Hallo, sorry. Was ist denn, bei euch los? Was ist denn bei euch da los? Warte mal, wir müssen mal ganz kurz hier wechseln. Okay, gut, dass die gefühlt alle One-Hits sind. Oh mein Gott, okay. Goblin Horn? Komm hier drin Schaden, ne? Okay. Oh! Was? Das ist wie am Anfang des Spiels. Oh, ist aber fast down. Okay, dann weg damit. Nehmen wir lieber den Hammer. Aber kann ich. Oh mein Gott, warte mal. Hammer und Hammer. Synthese. Okay, ich kann nicht Hammer und Hammer-Synthese machen. Achso, nee, es ist. Okay, es ist schon synthesiert. Spoiler nicht so. Deutsche Bahn. Wo spoiler ich denn? Also, ich weiß nicht, das ist alles jetzt komplett neu hier für mich, ja? Ich hab selbst keine Ahnung, was hier passiert. Aber krass. Es ist einfach eine ganz... Alter, wie groß ist dieses Spiel bitte? Seht ihr da auch einen Menschen? Leute? Pippi in der Hose? Habt ihr auch Pippi in der Hose oder hab ich nur Pippi in der Hose gerade? Hallo, bächst du mich oder bist du lieb? Soldatenschwert. Creepy? Okay, er ist nett. Okay, er ist echt. Er ist nett. Ja, ehrlich, da aus OT. Ja, ich weiß, daran erinnert mich das gerade auch. Was bist du denn? Ich muss mich an euch ranschleichen, kann das sein? Düsterwürmchen. Ein mehrflügiges Insekt, das im Untergrund lebt. Es produziert ein leuchtendes Sekret, aus dem eine Medizin hergestellt werden kann, die den Körper leuchten lässt. Oh! Okay, die Medizin! Oh nein, was seid ihr denn? Was? Bleib weg! Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Was machst du denn noch da? Deine Freunde sind doch schon längst tot. Jani, warst du auch schon in diesem ganzen Shit hier? Was ist hier los? Das ist einfach nochmal eine ganze Welt hier. Wie viel Schaden macht ihr eigentlich? Jani, schön, dass du kurz reinschneist. Ich muss die ganze Population ausrotten. Es tut mir leid, aber was ist denn das für eine Plage hier bitte? Oh, die droppen aus Somnanium. Oh, ich glaube, wir brauchen richtig viel davon, ne? Müssen das, glaube ich, auch abbauen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Gerade für die Bauteile. Hier direkt nicht, da war schon im Untergrund. Ey, das ist ja übelst krass. Aber, Jani, ganz kurz. Weißt du, ob man hier eine Karte bekommt? Weil ich finde das jetzt ein bisschen... Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Weil einfach alles viel zu dunkel ist. Aber man kann anscheinend eine Medizin machen, wodurch man... leuchtet. Und das ist ganz geil eigentlich. Was? Qualmerling. Dieser Pilz sondert bei einem bestimmten Reiz eine dichte Wolke winzig deiner Sporen ab. Aufgrund seiner Bitterkeit ist er ungenießbar. Ey, Öhrlichter sind auch irgendwie so ein Sammelgegenstand, ne? Also kannst du so einsammeln.
Okay, bin ich sicher bald raus, okay. Eine Karte muss es hier geben. Das ist ein bisschen mega aufgeschmissen. Also, ich meine, wäre auch ganz geil. Schauen wir mal, muss es nochmal aufgehen. Schauen alle. Ey, Geisel, einen wunderschönen Abend hier, wenn wir uns nicht mehr sehen. Ansonsten vielleicht mal bis später. Und ansonsten bis die nächsten Tage, mein Lieber. Dankeschön fürs Reinschneiden. Warte mal, Mine im Hylertal. Ne, das war nicht das, wo ich hin sollte, ne? Diese Leuchtsamen sind einfach das Beste überhaupt. Noch ein Weg lang. Also der Weg geht da nach unten. Boah. Das ganze Game. Wo spoiler ich denn das ganze Game? Und du bist doch freiwillig hier, Mauchi. Sollte ich da runter? Ich hab das Gefühl, da bin ich wirklich tot. Ja, Leute, wie komme ich denn jetzt? Also, ich habe kein Gefährt mehr. Ich wollte es nur mal so erwähnen, ja? Mein Gefährt ist abgehauen. Ne, mein Gefährt ist doch da, lol, hä? Okay, dann. Dann können wir es natürlich nochmal verwenden. Okay, Leute. Achso, übrigens, ich glaube, das hier oben ist eine Batterie, kann das sein? Und die ist leer. Da packt man die zur Seite. Packen die dafür da drauf. Verbinden. Genau. So, Leute, dann machen wir hier den Düsenantrieb, dass ich auch schön irgendwo runterfall. Guck mal, richtig schön nach oben gerichtet. Okay, Jani ist anscheinend sehr begeistert von dem Spiel. Aber es hat keinen besseren Score als BOTW, ne? Das ist ein bisschen enttäuschend. Dann schon. Ja, was? Achso, wegen Haarfarbe zum Friseur oder was? Auch nur die Sternis, wenn ich auf der Straße landen. Ja, du musst ja Geld verdienen hier im Stream. Hast du schon... Was? Wait! Das war nicht so geplant. Was war das denn bitte? Cool. Hat ja gut funktioniert. Jetzt muss ich einfach durchlaufen, oder was? Ach, geil. Richtig geil einfach. Was bist du denn? Irrknospe. Der intensive Duft dieser Blume kann so starke Verwirrung hervorrufen, dass du vorübergehend nicht in der Lage bist, Feinde von Verbündeten zu unterscheiden. Das kann man im Kampf einsetzen, ne? Dann laufen wir halt so. Dann wir haben Beine. Ich sehe rein gar nichts. Ey, ganz dumme Frage. Komme ich nur durch Teleportieren hier wieder raus? Oder gibt es hier irgendwie so Teleport mich da oben? Irgendwie Dinger, irgendwas? Ich habe Angst, dass ich gleich irgendwo runterfalle hier. Okay, nee, alles gut, alles fein. Aua. Wait, wieso ist ein Herz? Nimmst du Schaden durch? Miasma verringert sich die maximalen Zahl der Herzen. Wait, what? Oh mein Gott. Wenn die mich treffen, dann ist das wieder weg. Viel zu schnell. Okay, wir folgen mal einfach hier der Bahn. Das Gefühl, dass ich gleich irgendwo runterfalle, ne? Was ist denn eigentlich damit? Okay.
Ja, wie kriege ich denn meine Herzen wieder? Hallo, Spiel. Ich glaube, hier ist nicht so viel, oder? Im Untergrund. Es sieht jetzt gerade nicht so aus. Vielleicht gibt es hier so ein, zwei Dungeons. Sehr schön, dass ich da irgendwie nach oben kommen muss. Bis dann, Jani. Bye, bye. Wie kriege ich ja mein Herzen wieder? Was ist das da oben? Ey Mann, ich wollte doch nur zum Plateau. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich treffe diesen Samen nicht, ne? Hier gibt es überall Abzweigungen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir teleportieren uns mal wieder raus hier. Das war genug damit. Ich bin absolut überfordert. Ich glaube, wir müssen erstmal hier in das Standardloch rein, wo man, glaube ich, erst rein soll, ne? Ich glaube, das ist so eigentlich der Plan, was man machen soll. Ich glaube, ich soll noch nicht hier sein. Wir teleportieren uns mal so dahin. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, wir kommen da sonst nicht mehr raus. Ich glaube, ich muss irgendwie erst einen besseren Eingang finden. Indem man auf den Kopf steht und lacht, bekommt man wieder Herzen. Dankeschön für diesen wirklich hilfreichen Tipp. Dankeschön dafür. Danke. Jetzt okay, bitte nicht, falls mir ein Mod wird. Ich habe 2 Mods und das reicht mir. Und wenn, halt lange Zeit dabei sein, aktiv sein und so weiter. Okay. Wenn ich aus dem Untergrund wiederkomme, bekomme ich die Herzen wieder. Kann ich mich da auch hochschießen lassen und dann fliegen? Aber eigentlich wäre es... Ey, Leute, ist es nicht eigentlich am klügsten, immer von hier oben aus zu starten? Und dann zu irgendeinem Schrein halt zu fliegen? Macht das nicht am meisten Sinn? Die Herzen sind wieder da, Leute. Die Herzen sind wieder am Start. Also der Untergrund ist ja absolut creepy. Absolut creepy. Da gefällt es mir hier ganz, ganz oben schon wieder lieber. Die können ganz gerne in den komischen Untergrund bleiben, wenn es ihnen da so gefällt von mir aus. Können sie gern machen. Okay, warte mal. Da. Oh, da gibt es noch mehr Eingänge zum Untergrund. Das ist das Plateau jetzt gewesen, ne? Genau. Ah, da gibt es gar keinen Schrein. Oh, guck mal, ganz unter mir gibt es einen Schrein. Aber wollen wir jetzt versuchen, zum Turm zu kommen, Leute? Was ist denn da hinten? Da sieht es ja wild aus. Boah, dieser Untergrund, ne? Ist mir absolut nicht geheuer. Was damit los ist. Das ist da eine fliegende Insel? Kann man da drauf schauen? Was ist das denn? Oh, ich habe eins weggerollt. Hä, was ist das? Funkefrucht. Eine für den Verzehr zu bittere Frucht, in der große Menge an Lichtenergie schlummern. Brich sie auf, um Monster in der Nähe Umgebung mit funkelndem Licht zu blenden.
Oh, ist runtergefallen. Okay, es ist eine Bombe. Was bist du? Ich habe noch nicht das Fotomodul, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Was macht das? Was ist das denn hier? Also die Rakete sehe ich. Oh, ich weiß auch nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Oh, da hinten ist ein Stall. Stall wäre ganz geil. Was bist du? Und hi Jonas übrigens, einen wunderschönen Abend dir. Willkommen im Stream. Schön, dass du hier bei Zelda TOTK reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Spielst du vielleicht auch schon? Kannst du gerne mal reinschreiben? Ich hoffe, alles fit. Keine Ahnung, was das hier soll, ne? Hi, Torak, der auch einen wunderschönen. Oder Andreas, einen wunderschönen Abend hier. Willkommen auch hier im Stream. Wir haben vorhin, wir haben heute zwei Streams gemacht. Wir haben einmal das Tutorial abgeschlossen. Und jetzt haben wir uns vorhin das Plateau mal ein bisschen angeschaut. Es ist noch alles sehr wie im BOTW. Nur der Schrein des Lebens ist auch ein bisschen anders. Tatsächlich. Und die Zitadelle der Zeit ist eigentlich immer auch gleich. Muss man mal so sagen. Oh Leute, ganz oben ist der Drache noch, ne? Ah, da oben ist eine Kockblume. Der ganze Athen. Ich würde doch gerne nach Kakariko gehen. Oh. Here we go again. Okay, Krog, wir machen nicht gleich. Wir müssen ganz kurz das so abwarten. Und da sind die Zwillingsbürge. Okay, wie meinst du Schloss Ebner? Ich bin gerade hier, also müsste halt Richtung Hyliasee sein. Hier ist Hyliasee. Ah, wir sehen es sogar ein bisschen. Hier ist Hyliasee. Die Umrisse. Wir sind halt hier auf dem Weg jetzt durch die Zwillingsberge und hier müsste ja irgendwie Kakariko sein, ne? Hier circa. Hi Leon, einen wunderschönen Abend dir. Guten Abend kann er nicht bleiben, weil ich das Spiel noch nicht habe und mich nicht spoilern lassen möchte. Wir kommen jetzt wahrscheinlich erst nächste Woche Freitag zum Geburtstag. Leon, wenn du Bock hast, Sonntag ist ein Giveaway. Ich verlose das Spiel einmal, den Code davon. Kannst du gerne mit dabei sein, wenn du Bock hast. Aber ich kann auch verstehen, wenn du es zum Geburtstag natürlich bekommst, ne? Kann ich auch vollkommen verstehen, mein Lieber. Kann ich auch vollkommen verstehen. Nur wenn du Bock hast. Auf jeden Fall schön, dass du ganz kurz reinschneist und ich kann es. Kannst aber verstehen, dass du erstmal nicht zuschauen magst. Haben schon viele heute reingeschrieben gehabt. Ey, Mizuki, einen wunderschönen Abend dir. Bis zum nächsten Stream. Oh Mord. Morgen geht's weiter. In tiefes Bock hast. Rot gefärbt. Wieso stand Zelda da gerade? Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Zelda. Der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Zelda hört sich gerade an, als ob sie einfach das befehligt oder so. What? Wie einst im großen Kriege es geschah. What? Ergießt sich ihr Hass von neuem über das Land. Zelda ist einfach mal Sass. Sie ist einfach Imposter. Welche Uhrzeit? Ich denke mal morgen 13 Uhr. Machen wir weiter. Im Streamplan steht es 11 Uhr, aber ich denke mal 13 Uhr. Ja, geil. Sehr cool, Zelda. Dankeschön. Dankeschön, dass du die alle wiederbringst.
Aber der Boy ist nicht mehr da, der gerade. Doch, er ist noch da. Okay, er ist wieder da. Ja, unter mir ist auch da. Hi Dusty, einen wunderschönen Abend hier. Willkommen auch im Stream. Wie geht's dir? Hast du auch TOTK? Auch schon, wenn schon gespielt? Wir sind hier eigentlich noch sehr gut am Anfang. Gerade ein bisschen am Hin und Her gelaufen. Wir haben uns gerade mal das Plateau angeschaut. Wie sich das verändert hat hin zu BOTW. Schon interessant. Lass uns auch nochmal ganz zurückspulen. Der Schrein des Lebens ist ein bisschen anders jetzt und die Zitadelle der Zeit ist eigentlich immer noch genauso. Also hat sich nicht viel verändert da, aber es sieht halt wirklich noch eigentlich alles aus wie in BOTW. Und das ist mega cool zu sehen, wie es halt jetzt hier dann nach BOTW aussieht. Yukin, haben wir uns gerade angeschaut, den Schrein des Lebens. Elektrofrucht. Wenn sie beschädigt wird, erzeugt diese Frucht Elektrizität. Damit sie ihre muskelstimulierende Wirkung aktivieren, erhöht sie als Körperzutat die Angriffskraft bei Gewitter. Aber wann braucht man das mal bei Gewitter, dass das erhöht? Die schießen Feuerpfeile sehr wahrscheinlich. Ich glaube, dass wir da schwierig hochkommen. Oh, das ist... Okay. Zum Beispiel so da oben ein Stein drauf war. Da drüben ist ein Stahlhinox. Ein Biwarock. Crazy. Hi, Biwarock. Da bekomme ich eine Sterni-Erhöhung. Komm, es ist kein Lohn in Form von Sternis. Ja, das sieh du. Ob du das Spiel eigentlich schon hast. Schon spielst. Es kann sein, dass sie ja gerade weg ist. Dass sie gerade away ist, ganz kurz. Ah ne, ist sie gerade weg. Sie hat auch noch ein Leben. Turm im Pappelhochland. Oh. Hä? Hat die Pura wieder nicht das Ding gewartet oder was? Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Wieso kann ich das hier nicht aktivieren? Oh. Hä? Oh nein. Ey, was ist mit diesen ganzen Gemälden dort an den Wänden? Nein, du Wolf, wir kommen zurück. Nicht viel, aber ich kann das hier nicht irgendwie aktivieren. Oh, hallo. Oh nein. Da geht's in den Untergrund, ne? Der braucht Hilfe und bestimmt erst dann funktioniert das wieder. Okay, ist Wasser. Das ist gut. Das ist sehr gut. Bro, bist du hinter? Also, was machst du dahinter? Und ich kann dich, glaube ich, nicht befreien. Oder ist hier irgendwo ein Stein? Achso, warte mal, da ist ein Stein, okay. Dumme Frage. Wie hast du das denn bitte schön geschafft, mein Lieber? Hi! Na? Was machst du denn da? Mauchi ist Tina im Chat. Du, was führt dich an einen Ort wie diesen? Nein, das ist eigentlich nicht wichtig. Könntest du mir vielleicht irgendwie helfen? Ich habe in den Ruinen eine Falle ausgelöst und jetzt hänge ich hier fest. Was für ein Schlamassel. Oh. Kannst du den Schalter sehen? Wenn du ihn betätigst, solltest du mich damit aus der Falle befreien können. Dort drüben gibt es einen Höhleneingang.
Durch ihn bin ich hier reingelangt. Ich will dich an, du bist meine letzte Hoffnung. Ja, wow, und... Oh mein Gott, wie soll ich denn... Boy. Ich muss nach Süden. Okay. Süden. Ey, wait. Wenn diese Fähigkeit jetzt nicht ganz nutzlos ist, ne? Dann kann ich jetzt von hier unten... Es geht halt wirklich. Diese Fähigkeit ist die beste Fähigkeit überhaupt. Ja, morgen um 1, Mizuki. Morgen um 1. Spielen wir. Oh mein Gott, insane einfach. So, da drüben muss ein Süden. Süden muss Eingang sein. Nämlich an den Todesberg-Tempel in OT. Stimmt, da war auch sowas, ne? Wo man den Schalter von der anderen Seite aktivieren muss. Stimmt. Ich kann mich jetzt auch wieder erinnern. Ah, oh, das ist wieder... Das ist ein Häschen. Oh, boah. Wow. Oh mein Gott. Lucario, einen wunderschönen Abend hier. Schön, dass du da bist. Tschüss, Queenie. Mompf, bist du auch mit weg? Ich dachte, du schreibst die ganze Zeit zu Mizuki noch Tschüss. Leuchtpilz. Dieser Pilz ist in Höhlen zu finden und enthält fluoreszierende Enzyme. Als Kochzutat lässt er dich leuchten. Ey, das ist... Wir müssen das mal probieren, ne? Mit den Leuchtdingern. Jumpscare. Ey, hattet ihr das auch gesehen oder so? Das war ja wirklich ein Jumpscare. Ich kann im Moment nichts anderes anbieten, aber bitte nimm das. Ey, 50 Rubine, besser als nichts, ne? Sag mal so. Okay, ich habe schon viel Zeit verloren. Im Kartografie-Turm erwartet mich wichtige Aufgaben. Ich muss mich umgehend auf den Weg machen. Bitte, ich muss da auch Dinge erledigen. Tu deine Arbeit. Was ist mit dir? Ja, diese Fähigkeit ist einfach krass. Aber ich finde, das braucht es. So macht das Spiel. Stell dir mal vor, du müsstest in jeder Höhle wieder zum Eingang oder zum Ausgang rennen und kannst nicht mal sagen, nö, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr. Oder du musst laufen. Und du kommst einfach aus jeder Höhle raus. Aus jeder Höhle kommst du raus. Krass. Krasse Sache. So, Leute, wir aktivieren den Turm. Mega gut. Ja, die Kiste war leer. Die Kiste war offen. Okay. Okay, Leute. Dann ist wieder Zeit, nach oben geschleudert zu werden. Aber es ist echt eine geile Animation, ne? Also, im BOTW war die ja schon geil, aber ich finde sie hier fast nochmal geiler. Und... Bam! Einmal hoch hinaus. Ey, dieses Spiel, dass das so groß ist, ne? Es gibt diese ganze Welt oben. Es gibt einfach den ganzen Untergrund. Den Himmel. Es ist insane. Also, ich glaube, dieses Spiel hat nochmal auf jeden Fall mehr Content als BOTW. Definitiv mehr Content. Okay. Wir haben den Hüderseher freigeschaltet. Ganz weit von Firona. Wait, was ist das? Achso, das ist oben der Wirbelsturm, ne? Was das ist denn dieser Wirbelsturm? Es gibt so viele Rätsel in diesem Spiel. Es ist absolut krass. Lucario, ich würde schon sagen, es ist anders als BOTW. Definitiv. Definitiv. Ja, toll. Okay. Ja, geil. Was mache ich jetzt? Was ist denn das da? Um das Seil, ich glaube, damit die Daten transferiert werden können. Das sieht seltsam aus. Ich finde aber die Karte generell ganz geil. Das ist einfach hier die Pirone-Luftraum. Das heißt sogar Luftraum alles. Wie geil einfach. Es gibt ja diese Himmelskarte, die
Oberflächenkarte, wo wir jetzt hier Firone haben. Und dann noch der Untergrund. Und da wird es wahrscheinlich auch eine Karte geben. Und der Untergrund, das war mega creepy, wo wir da gerade waren. Versuchen. In der Steintafel ist auf Altyrian nicht verfasster Text eingraviert, den du nicht verstehst. Oh nein, sag nicht, ich muss hier später nochmal hinkommen. Oh mein Gott. Ja, Leute, da kann es aber sein, dass es gar nicht so viel Schreine gibt. Ich finde gar nicht so viele Schreine tatsächlich. Ich sehe gar nicht so viele in der Welt herum. Irren. Klar, manchmal muss man vielleicht auch wieder freischalten, wie in BLTW. Aber es sind halt nicht so viele anscheinend. Obwohl, wenn es wieder diese... Gut, man bekommt dadurch wieder Herzen und... Ja, okay, dann muss es aber viele geben. Dann muss es ja trotzdem wieder ca. 120 geben. Yuki, wie meinst du das, sieht seltsam aus? Ich habe da jetzt gerade keine weirde Form erkannt. Ich hoffe, das hast du auch nicht. Und hier ist der Yuki umschreien. Ja, machen wir einfach mal, damit wir uns wenigstens auch hintippen können. Obwohl, wir haben auch den Turm, ne? Aber Lucario, ich würde schon sagen, es ist anders. Vor allem halt, es ist viel, viel größer. Es gibt viele neue Sachen zu entdecken. Es ist nicht einfach auch nur ein DLC von BOTW, würde ich definitiv nicht sagen. Weil es ja auch sehr kuriose Gerüchte gab. Oder was gesagt wurde. Genaue Passform. Okay, ich sehe schon wieder, wir brauchen... Und gerade dieses Spiel mit den neuen Fähigkeiten ist absolut krass. Warte mal, muss das da rein? Wait. Cool. Ja, ich spiele nach BOTW und ich finde, es schließt auch so gut wie an BOTW an. Also es ist wirklich sehr, sehr nah direkt dran. An BOTW. Also ja, wirklich gefühlt danach. Hallo, Mister. Ja, Mauchi, Lucario, es spielt direkt danach. Und ich finde, das merkt man auch, vor allem in der Story. Oh, okay, das war nicht so geplant. Okay, so geht's. So, kommen wir zu der Truhe. Ey, aber wir haben bisher kein Kleidungsstück gefunden, ne? Anti-Rutsch-Medizin. Oh mein Gott! Bewirkt, dass du auf nassen Oberflächen nicht abrutscht. Dank stark absorbierender Zutaten und lässt sich bei plötzlichen Regenschauer. Sie haben etwas gegen Regen gemacht. Sie wissen, dass der Regen absolut beschissen ist in dem Spiel. Und sie haben etwas dagegen gemacht. Oh mein Gott. Wie geil. Wie absolut geil einfach. Leute, ich weiß nicht, ob das so sein soll, weil da drüben liegen noch mehrere Platten. Ja, genau das. Ja, genau das. Okay, Jokin. Ich kenne diese Teenager-Gedanken gar nicht. Okay, wait, ich habe schon eine Idee. Ich habe schon eine Idee, wie wir das bauen. For real, ich habe eine Idee. Es ist so krass einfach. Es ist einfach wirklich so krass. Jeder kann das einfach bauen, wie er möchte, ne? Es ist, ich will es mal dazu sagen. Aber erstmal schauen, ob das überhaupt geht, was ich vorhabe. Und zwar, dass das nicht runterrutschen kann. Machen wir es genauso. Noch ein bisschen Luft zwischen.
bisschen Luft zwischen, damit das vielleicht nicht ganz runterrutscht. Perfekt. Also hoffe ich, dass perfekt ist. Oh mein Gott, Leute. Also wenn ich kein Ingenieurstudium habe, ne, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, Leute. Wenn das kein Ingenieurskunst ist. Okay, es hätte, oh mein Gott, es hätte ein bisschen zur Seite sein können. Das ist doch keine Ingenieurskunst, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, das ist Ingenieurskunst. Ey, wie geil! Insane. Insane einfach. Das macht so Bock. Diese Schreine zu lösen. Das macht einfach so Bock. Ich glaube, es ist schon um einiges was anderes als BioTW. Mit den Schreinen. Und was wollt ihr jetzt von mir? Hä? Geht einmal da oben rum. Hi Max, einen wunderschönen Abend hier. Willkommen im Stream. Schön, dass du mit da bist. Komm, willkommen. Wir sind gerade in irgendeinem Schrein drin. Ich bin irgendwo hingelaufen. Keine Ahnung wo. Wir müssen hier ein paar Rätsel lösen. Ich bin noch ein bisschen überfordert, aber ich glaube, ich weiß schon, wie wir es machen. Obwohl, ich weiß doch nicht, wie wir es machen. Hä? Also, klar, wir müssen wieder sowas bauen. Wir haben eine große Fläche. Eine kleine. Okay, ich hab eine Idee. Und zwar, wir machen das gleiche wie eben. Das mit dem Bauen ist einfach gefühlt wirklich das Beste, ne? Es ist leider einfach so. So, wir machen jetzt wieder das gleiche wie eben. Wir schauen mal, was hier am besten passt. Ich könnte einfach Tutorial-Videos machen zu den Spielen. Du kannst einfach so viel bauen und musst halt auch so viel bauen. Ich glaube, die hatten richtig Spaß, das zu entwickeln. Wirklich. Max, hast du das Spiel auch? Oder überlegst du es dir noch? Okay. Sollte so passen, hoffe ich mal. Also Leute, die Idee dahinter ist jetzt, dass das so hoch fährt und dann dort. Aber es geht nur so, Leute. Es geht nur so. Was macht. Das ist irgendwie weird, oder? Nee, es muss so. Es muss so. Ich habe halt gedacht, dass das halt dann in der Mitte. Guck mal, das wird dann 1. Und da ist auch Booster dran. Aber ich habe das Gefühl, dass das dann einfach zu irgendeiner Seite wegkippt. Naja, wir müssen es probieren. Wir müssen es probieren. Wir müssen es einfach testen. Da ist noch ein Booster dran. Wir machen 3 dran. Wir machen volle Power dran. Nicht nur halbe Sachen machen wir. Ja, mal schauen, ob das jetzt auch Genius ist. Also das auch Genius ist, dann bin ich einfach Meister. Abbestellt. Max, sehr, 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 sehr cool. Also kommt es wahrscheinlich dann die Tage an. Also, ich denke mal Montag, oder? Stimmt. Ja, Leute, wir testen es, ne? Die Konstruktion. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich glaube, dass das... Übrigens, in Schreien hat man komplette Auswahl. Ey, Leute, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Ich liebe diese Schreine. Die Schreine sind absolut gut. Bisher, die wir zumindest besucht haben. Mega. Mega. Also, es ist nicht in Worte zu fassen. Ich liebe es. Ich liebe es. Absolut. Und wir haben übrigens noch ein paar Amiibos. Ich habe ein paar Amiibo-Karten noch da. 4 Amiibo-Karten. Die machen wir jetzt noch. Der Gamer wäre stolz. Ey, das sieht so geil. Das ist so geil.
Ich bin so gehypt. Ich hab Bock, morgen wieder weiterzuspielen dann. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall definitiv noch eine Stunde bis zwei Stunden. Machen wir noch weiter. Ich würde ganz gerne. Guck mal, Leute, ich wollte eigentlich nach Kakariko. Ich wollte eigentlich beim Plateau was machen. Bin in diesen Untergrund gefallen. Wollte nach Kakariko. Und es regnet. Dann können wir eigentlich mal unseren Trank ausprobieren. Irgendwo hochgehen. Man kommt einfach nicht dazu, was man machen möchte. Ich würde sogar sagen, fast, dass wir wieder. Aber gibt es nur hier oben, also nur hier, ich weiß nicht, wie ich auf die anderen Himmelsinsel kommen soll, um ganz ehrlich zu sein. Ich kann doch eigentlich nur mit den Steinen, die herunterfallen auf die Himmelsinsel, also hier, guck mal. Warte mal, wir können mal schauen, ob ich mit der da rüberkomme irgendwie. Ist Woche Montag und ich sag, ja auf jeden Fall, Max, also da auf jeden Fall wird's kommen, denke ich auch mal. Gerade wenn es auch, vor allem wenn du es heute bestellt hast, vor allem vielleicht noch frühs, dann wird es da definitiv kommen. Können wir schauen, weil ich würde ganz gerne nochmal ein, zwei Schreine auf einer Himmelsinsel haben. Ich brauche mal erst ein Upgrade hierfür, damit das reicht. Ne, obwohl, wir kommen da hin. Archipel von Vestnikluda. Der fällt wieder runter, ne? Es ist einfach so gut. Ah, hi. Okay. Drüben ist ein Boy, der kämpfen möchte mit Raketen. Was bringt mir das jetzt hier? Er schießt einfach Raketen, was? Oh mein Gott. Was ist denn mit ihm verkehrt gelaufen? Wait. Soll ich mit der Rampe nach da drüben kommen? Oder ist es einfach nur... Wollt ihr einfach nur, dass ich Spaß habe oder was? Wenn du beim Laufen B-Spams geht dann auch so extrem schnell leer. Ja, stimmt. Hast recht, ja. Oh, eine Fee. Nein! Oh mein Gott. Ich bin hier verscheucht. Sorry für deine Ohren. Es tut mir mega leid. Können die auch Crocs sein? Also ja, wahrscheinlich schon, ne? Wenn auf dem Anfangsgebiet auch Crocs sind. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf noch mehr Schreine. Müssen noch mehr Schreine her. Das wird doch niemals im Kleben klappen. Wohin soll ich denn da? Hier ist einfach eine Rampe. Ich meine, wir können versuchen, nach da drüben zu kommen. Das wird niemals im Leben klappen. Never ever. Also wir hauen jetzt da noch die Düsen an der Seite dran. Aber ich habe jetzt da nicht so viele Hoffnungen. Bist du gerade aus dem Wasser gekommen? Keine Ahnung, was hier der Turm mir bringt. Wäre cool, wenn sie da übrigens einen Krog hingepackt hätten. Oh nein, die Raketen. Okay, die Raketen werden nicht mitgenommen. Raketen müssen wir so holen. Okay, ey, wie packen wir jetzt die Raketen dran, Leute? Ich würde die ja gerne unten dran packen, ne? Aber das klappt, glaube ich, nicht. Oh mein Gott, ey, ich sehe schon, dass das so schief gehen wird, ne? Weißt du, wir müssen aber auch Raketen einbauen. Ich pack das weiter, ich pack die Rakete weiter vor. Und ich habe Angst, dass da irgendwie deswegen irgendwas passiert. Ey Leute, das wird so schief gehen da. Oh shit.
Boah, das geht so schnell leer einfach. Warte mal, konnte man nicht hier irgendwie das auffüllen oder so? Mit den... Es geht wahrscheinlich nicht hier, ne? Was war denn das? Guck mal, hier steht verwenden. Oh! Okay, komm, wir müssen nach rechts. Oh nein, das geht nicht. Ja, Mann, das ist so waste, glaube ich, einfach. Oh mein Gott, wir haben es gleich. Oh mein Gott, Leute. Wir haben's. Tschüssi. Okay. Ey, Mann. Es ist so cursed einfach. Es ist so absolut cursed, alles, was hier passiert. Es ist so weird. Hi, David. Oh, dir einen wunderschönen Abend. Willkommen hier im Stream, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Wie hast du hergefunden? Jetzt kann man reinschreien, wenn du Bock hast. Und hast du das Spiel selbst? Spielst du es gerade selbst? Tears of the Kingdom? Oh, wait, okay. Er schreien. Hä? Sorry, müssen wir den erst erschaffen oder so? Oder kommt er einfach von unten? Den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein da. Hallo? Wait, what? Ich soll nach da oben? Okay. Also. Wie ist denn das hochgestellt? Hast du dir das jetzt vorgestellt? Dass ich nach da oben soll? Ja, schön. Schön für das Licht. Da muss ich das Licht irgendwie einsammeln? Wird das Licht nach da oben? Soll ich das da hochbringen oder soll ich Licht hier runterbringen? Naja, okay, geht nicht. Das Game sieht so gut aus. Ich habe einige Dead Space geschaut und bin dann auf dich gestoßen. Hey, sehr cool, dass du dann hergefunden hast. Willkommen, willkommen. Und ne, hab's leider noch nicht. Hab BOTW gespielt und vor 2 Jahren meine Switch verkauft. Vielleicht hole ich mir jetzt die OLED wegen dem neuen Game. Boah, kann ich absolut verstehen. Das ist mega, mega, mega schade, dass du die da verkauft hast. Aber ich kann's auch verstehen. Kannst verstehen, wenn du vielleicht so 1, 2 Spiele nur hattest dafür. Aber jetzt weiß ich, wie wir dachte. Wir können das hier drehen, ne? Okay, wir müssen ganz kurz mal hier oben umschauen, dass hier noch ein Croc ist, weil ich würde ganz gerne Crocs mitnehmen. Gacha Machine machen wir auch gleich. So, und, ey, David. Vielleicht was mit der Switch und dann noch TOTK. Natürlich. Und es gibt ja auch die TOTK OLED, ne? Würdest du dir eher eine Custom holen, also die von einem Spiel? Oder würdest du dir lieber, die ganz normale holen, mit den weißen Joy-Cons und so? Und was ist jetzt hier? Kann ich mit dem Gleiter starten? Oh, Krog, bitte gib mir den Krog jetzt. Das ist kein Stein zum Anheben. Okay. Ja, du kannst mir doch nicht sagen, dass hier kein Krog ist. Oi. Schön für mich, geh hoch. Ey, Licht, ne? Es ist immer so gut, wenn du hier auch mal am Start bist und dann irgendeine Lichtanspielung kommt. Ja, wieso? Es kann nicht sein, dass hier nichts ist hier oben. Also ich weiß, warum ich habe nicht geschaut, wo ich da hinkomme, wenn ich da drüben starte. Ich komme zum Hylia-See nach da hinten. Ist der Turm da aktiviert? Okay, es ist der Turm, okay. Der Hylia-See, ja, okay, obvious. Okay.
Stunden. Sind halt aber wieder 400 Euro. Erstmal Let's Play schauen. Ja, ey, kann ich vollkommen verstehen. Gerade die OLED. Ich denke mal aber so auf eBay oder so gibt es auch schon einige normale Switches, wenn du halt trotzdem das möchtest. OLED ist ja auch eher so für Handheld. Ich weiß nicht, ob du Handheld eher spielst oder nicht. Also der nicht Krog enttäuscht mich jetzt, ne? Diese Insel hat aber nichts zu bieten. Sie ist einfach langweilig. Ja, dann bringen die Dinger ja doch was hier, diese Sonau-Energiesphären. Dann hebe ich die auf. Aber ich glaube, die sind auch wichtig, ne? Also irgendwie nehme ich dann nur die Dinger. Lass mal. Hey Max, willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Schön, dich wiederzusehen, mein Lieber. Und wenn wir euch die weiße Standard-Unit kaufen, ist auch schon richtig schön, ne? Ist auch schon richtig schön, das Ding. Ich glaube, fast maximal die Zelda. Oder ich würde mir noch kaufen. Ich glaube, von Pokémon gab es auch eine, ne? Aber maximal nur Zelda oder halt auch die normale. So, ein Sonai-Bauteil, das als Feind identifizierte Wesen im Auge behält, lässt sich mit anderen Sonai-Bauteilen zu einem Geschütz mit automatisierter Zielerfassung kombinieren. Was? Okay, so noch zumindest, was das bringt. Na cool, okay. Ey, aber jetzt mal ganz im Ernst. Soll ich jetzt hier das hier so hindrehen? Ich komme doch niemals im Leben nach da oben. Never. Was muss ja so sein, oder? Oder kann ich da irgendeine Konstruktion von mir draufpacken? Ich kann doch niemals, wenn ich mich da draufstelle, nach da oben geschossen werden. Das kannst du keinem erzählen. Wir müssen es probieren, ne? Das ist schon wuchtig, das Ding. Noch kurz fragen, wann morgen der Stream anfängt. Morgen 13 Uhr. Im Streamplan steht 11 Uhr. Wir fangen 13 Uhr an, machen da wieder 3-4 Stunden. Und dann nochmal abends. Wie heute. Also wie heute. Dann fangen wir wieder um 20 Uhr nochmal an. Dann. Ja, probieren wir es halt, ne? Das hat gar nicht geklappt. Ey, wie komme ich denn nach da oben? Ey, Momf, dankeschön fürs Zuschauen, mein Lieber. Dankeschön fürs Reinschneiden. Danke, 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 danke. Aber ich glaube, dass wir hier ein Konstrukt brauchen, ne? Schau mal. Wir nehmen, guck mal, ich hab Gleiter. Wir nehmen einen Gleiter. Ich möchte eigentlich nicht so viele Ventilatoren verbrauchen, aber müssen wir machen, ne? Müssen wir. Denkt ihr, ein Ventilator reicht? Boah, nee, wenn, sollten wir schon auf zwei gehen. Ich glaube, wenn schon zwei. Ich will es nicht umsonst gebaut haben. Also es kann sein, dass ich sie umsonst gebaut habe. Ich will es eigentlich nicht umsonst bauen. Wenn man OLED-TV hat, bringt die OLED-Switch dann was? Nein, die bringt im Docking-Modus nichts, außer du hast einen Ladenanschluss. Das hat die normale Switch nicht. Aber ansonsten, das Bild und so ist nur im Handheld besser. So bringt dir das leider am TV gar nichts, deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden. Oh nein, das ist schwierig. Ja Leute, ob das was bringt... Wie sollst du das denn machen? Oder sollst du hier hinkommen? Oh mein Gott, das sollte gar nicht so sein. Hä? Ja, deswegen, also ich würde jedem trotzdem also persönlich raten, wenn man eine Switch möchte, muss man halt immer schauen, ob man Handheld spielen möchte oder ob man halt TV-Modus spielt. Lol. Ey Leute, wie machen wir das? Wie machen wir denn das, bitteschön?
kann niemals nach da drüben fliegen. Okay, Leute, nächste dumme Idee. Es ist alles voller dummen Ideen einfach, ne? Wirklich, es sind dumme Ideen. Dagegen kann man auch nichts machen. Spring jetzt überall die Raketen an, fliegen ganz nach oben und springen dann ab und springen darüber auf die Insel. Das ist mein Plan. Guck mal, wie viele Raketen hier sind. Wir machen jetzt ein Turbo. Eine Turboplattform. Oh mein Gott, kannst du die Rakete bitte gerade machen? Hallo? TV-Modus macht schon deutlich mehr Spaß. Ja, finde ich auch. Aber es gibt trotzdem viele, die im Handheld spielen. Ich weiß, dass meine Freundin auch die ganze Zeit im Handheld spielt. Weil es einfach trotzdem angenehmer ist. Also viele mögen das halt so, so auch mehr. Ich weiß, finde ich auch manchmal ein bisschen weird. Aber ist ganz normal. Man macht tatsächlich viele. Wir haben ja hier viele Leute, die Switch spielen, Nintendo-Spiele generell spielen. Und da spielen sehr, sehr viele im Handheld-Modus. Oh mein Gott. David, du schreibst gerade was Perfektes. Imagine, du klebst den Krog an der Rakete fest. Man konnte doch von dem einen Krog den Rucksack mit der Hand aufheben. Das heißt, du kannst doch daran was befestigen. Oh mein Gott, kann man einen Krog, diesen Rucksack-Krog mit der Rakete wegschießen? Das müssen wir probieren. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft, Leute. Also, Leute, das ist mein Gefährt. Ich will es ja nochmal erzählt haben, dass es mein Gefährt ist, so, ne? Also, nimm dich den Acht von mir. Mein Gehirnzellen geht's gut, Leute. Keine Sorge. So, wir bringen es noch ein bisschen nach da drüben. Damit wir noch ein bisschen näher, aber es macht glaube ich auch nicht mehr so viel Sinn, ne? Wenn wir ein bisschen näher dran sind. So. Perfekt. Launch in T-. Es ist einfach der neue SpaceX-Raketenstart. Oh mein Gott. Es ist einfach der neue SpaceX-Raketenstart, Leute. Und der geht nicht in die Luft, keine Sorge. Ich hoffe, dass ich gleichzeitig nach oben gehen, ne? Wenn jetzt eine. Also, wenn jetzt ein paar nach da gehen, dann fliege ich nach da. Das wird niemals im Leben klappen, aber wie soll ich denn zur Insel kommen? Wie soll denn das gehen sein? Was ist denn eigentlich. Was geht denn da drüben ab? Okay, cool. Was ist denn das da drüben für ein Gebirge? Das ist Richtung Suras, ne? Was bei Mac ist? Bei Mackie? Ja, war ich. Also vorhin ganz kurz. Weil wir noch kurz Besuch hatten. Von Cousine, Kleine. Baut dich draußen bitte in die Spam, ja. Aber wir machen mal, du machst das schon gut. Bin auch für Handheld-Spieler, weil mein ganz bei mir die ganzen Fernseher stehen. Ja, okay, Jukin. Baut dich bitte in die Spam! Bitte. Leute, wir fliegen los! In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3,5, 3,25. 2, 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das geht voll. Oh mein Gott, das geht nicht gut. Aber könnt ihr nochmal? Könnt ihr nochmal? Hallo? Was jetzt? Scheiße, die sind leer. Könnt ihr wieder? Seid ihr wieder aufgeladen? Hallo? Hallo? Nein. Nein, warte. Wo bist du denn hingeflogen, du sollst? Wo ist denn die Rakete hingeflogen? Die sollte nach oben gehen und nicht zur Seite oder alleine. Wieso ist sie denn alleine losgeflogen? Hä? Wieso ist sie denn alleine losgeflogen? Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd so.
Wieso fliegen die denn alleine los? Ich glaube, Mochi wurde leider, glaube ich, aus Versehen getimeoutet von Dira. Wieder Mask. Ja, das hat aber besser funktioniert als bei ihm, ne? So normal. Oh. Oh, jetzt war's der. Oh mein Gott. Hallo? Wie komme ich jetzt da drüben? Nein! Wie komme ich jetzt da drüben? Oh mein Gott, die sind ja noch richtig voll. Es sind einfach... Oh mein Gott, die sind noch höher, die Inseln. Ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Okay, Leute. Wir haben's! Let's go! Nee, Rau, ich wollte nicht die Ventilatoren nutzen. Let's go. Niemand hat gezweifelt. Niemand hat gezweifelt und ich sehe einen Krog. Wirklich niemand hat gezweifelt. David, du hast auch nicht gezweifelt. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Oh mein Gott, dass das funktioniert hat. Dieses Spiel ist einfach zu krank. Wirklich jetzt. Das ist einfach zu krank, dieses Spiel. Die Raketen mögen dich nicht, deswegen, deshalb wollten die alle allein fliegen. Ey, Mann, aber ich frage mich trotzdem, wieso sind denn die ganzen dann abgegangen, ganzen Raketen? Ja, Mann, was ist jetzt eigentlich mit diesem komischen Licht da? Ich bin jetzt eigentlich hier hingekommen für irgendwie Licht machen oder so. Wo ist denn jetzt mein Licht? Hallo? Bin ich näher gekommen? Oh nein. Wait. Wo war ich denn? Da drüben, ne? Dort war ich. Guck mal, da unten geht Licht hin. Aber wir müssen nicht nach unten. Natürlich nicht. Ah, David. In keiner Sekunde gezweifelt. In keiner einzigen Sekunde. Ey, ich muss wieder zurückfliegen. Sie ist doch jetzt schon, weil ich jetzt... Oh mein Gott! Und was ist denn das hier? Wieso ist denn hier ein Rollwagen? Was soll ich denn damit anfangen? Kann das fliegen? Oh, hier sind aber diese Batterien, ne? Was bist du? Oh, das ist, glaube ich, so ein Lenker, ne? Oh mein Gott, Leute, wir können dann unser Gefährt lenken. Wie gut. Aber wir müssen erstmal hier Dinge tun. Ich das ist die richtige Insel. Okay, was tue ich jetzt hier? Ich muss dich mitnehmen! Oh mein Gott. Ich schaff das doch niemals mit. Wie soll ich denn das Ding da drüben bekommen? Leute, weißt du ja, muss ich das Ding da drüben bekommen? Kann ich dich... Ich kann es verbinden. Okay, Leute, wir brauchen einen sehr guten Plan. Ey, Leute, das wird niemals im Leben funktionieren. Never. Raketen mögen nicht, achso, ja. Ich kann das Ding doch nicht fliegen. Ich glaube, wir haben zumindest einen. Okay, wir können damit, glaube ich, lenken, soweit ich das verstanden habe. Vielleicht mal zumindest das. Wir haben zumindest alle Bauteile hier. Das ist schon mal eine gute Sache. Mauchi, kannst du ja schreiben. Sorry, ich glaube, die hatte ich aus Versehen timeoutet gehabt. Irgendwie ist das mit den
Mit dem Mod-Menü ein bisschen anders bei YouTube geworden. Mochi, keine Sorge. Ja, aber der Laserstrahl ist gerade ein bisschen am wichtigsten, ne? Dafür bin ich hierher gekommen. Keine Ahnung, ich pack den da halt irgendwie drauf, ne? Bleib halt da einfach kleben. Muss jetzt auf Mochi. Sehen wir uns morgen wieder. 13 Uhr, wenn du kannst, wenn du Bock hast. Aber wieso ist denn dieser Bollerwagen da? Was macht denn der hier? Hi Fabio, einen wunderschönen guten Abend. Wie weit bist du denn schon? Hast du auch schon gesagt, dass du wahrscheinlich sehr viel zocken wirst, das Game. Ich glaube, die können wir hier einfach draufpatschen, ne? Bam, drauf da. Ich finde das Bausystem trotzdem sehr intuitiv so. Ja, Leute, das wird niemals in dem funktionieren. Ey. Noch am Anfang tatsächlich, aber erkunde es wahrscheinlich alles in Ruhe, oder? Das fliegt natürlich nicht. Ey, kann ich das besser starten irgendwie? Das fliegt mir doch gleich wieder komplett runter. Das fliegt mir gleich so runter. So sehr. Oh mein Gott. Oh, warte mal. Warte mal. Lucario, stimmt. Warte mal, wenn ich das auf den Wagen packe. Wait, dann hat das Räder, dann ist es einfach ein richtiges Flugzeug. Oh mein Gott. Es ist dann einfach ein richtiges Flugzeug. Ich habe mein Mikrofon angespuckt. Oh mein Gott. Stimmt, deswegen, jetzt macht das Sinn, dass das Ding da ist. Okay, wir wollen nur geradeaus fliegen, ne? Wir müssen da landen, da ist eine Landebahn. Da ist ja wirklich eine Landebahn. Das kannst du keinem erzählen, dass hier eine Landebahn ist. Wir sind einfach eine eigene Airline. Nee, falsche Richtung. Falsche Richtung. Renn dann da lang. So, perfekt auf die Landebahn zu. Ja, das mache ich, das für einen Schrein. Ich glaube, es ist heute wieder kein Schrein, den wir machen müssen. Kario, danke schön. Danke schön. Ah, Yukin, ich weiß, aber manchmal probiert, also ist das wirklich auch aus Versehen manchmal. Weil man drauf geht, auch als Mod, ist da direkt auch mit zum Kanal, wenn man zum Kanal gehen möchte oder vielleicht eine Nachricht entfernen möchte. Lass mir so Zeit. Ey, Fabio, mach das, definitiv. Geiles, geiles Game. Wahrscheinlich, wenn du jetzt auch zuschaust hier weiter, spoilerst du dich, oder? So, Leute, die Queenie Airline fliegt jetzt mal los. Schön, dass hier der Tank schon halb leer ist. Sehr, 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 sehr toll. Das freut mich natürlich. Oh mein Gott, das werden wir niemals im Leben darüber schaffen, ne? Ey, das ist aber voll geil mit dem Lenken. Wir sind zu schnell. Hallo? Oh mein Gott. Wir sind zu schnell. Hochlandung, Leute. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Was zum Teufel einfach. Gib mir diesen blöden Kristall jetzt. Wir sind zwar nicht richtig bei der, also wir sind die Landebahn, also ein Flugzeug wäre vielleicht nicht gecrashed, aber hier passt das. Alter, also dieser Schrein ist wirklich bis jetzt der härteste.
generell dahin zu kommen, auf diese andere Insel da drüben. Aber es ist geil. Es ist wirklich geil einfach. Was war? Herzlich willkommen bei Queenie Airline. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Ich wollte kurz vorbeischauen und werde wieder weiterspielen. Macht das Fabio. Dankeschön fürs Reinschneiden ganz kurz. Ich wünsche dir viel Spaß. Und bis zum nächsten Tag. Vielleicht schaust du ab und zu mal rein. Das war Queenie Airline. Wir wünschen noch Ihnen einen schönen Tag. Ach, okay. Wie war dein Mario Kart Rennen? Oh Leute, das sind wahrscheinlich so eine Steine, ne? Das sind wahrscheinlich diese Steine sogar. Okay, Leute. Ey, das. Ey, also dieses Schreinrätsel. Oh Leute, das war sogar so ein Schrein Nebenquest. Mega geil einfach. Mega geil. Also ich muss sagen, das Gefährt gerade war, also dieses Flugzeug, allein ist das, Rauchus Seeing, allein ist das wirklich schlimm. Lol, hey, wie sieht das hier aus? Geil. Komm hier, was ist was Besonderes? Massiver Sonanium-Schild. Von den Sonau verwendet, aus Sonanium gefertigt und sehr widerstandsfähig. Steigert die Energieeffizienz von befestigten Sonau-Bauteilen. Muss ich den dann aber auch befestigen? Kann ich jetzt auswählen, oder? Sieht auf jeden Fall sexy aus. Das sieht echt schön aus. Ich mag dieses Grüne überall. Dieses Grün-Türkise. Nee, aber was ich noch sagen wollte, diese Gleiter sind wirklich, wenn man die nicht steuern kann, wirklich schwierig. Nach links und nach rechts zu steuern. Weil du dann auf die rechte Seite gehen musst oder auf die linke Seite und das ist sehr ungenau. Aber mit diesen, mit dem Controller da vorne dran, dass du es steuern kannst, das ist mega gut. Die Flasche ist wie ein Tarnumhang bei deinem Greenscreen. Ja, stimmt, dann die grüne Flasche hier. Wird aber durchsichtig. Ich glaube fast, dass wir sogar auf dieser Insel und auf der anderen alles haben, oder? Also ich habe das Gefühl, dass hier trotzdem oben ein Krog ist, weil das kann nicht sein, dass hier nichts sonst ist. Aber schaut mal, wir können mal gucken, ob irgendwo unter uns auch noch ein Schrein ist. Aber ist mein Flugzeug noch da? Dann können wir runterfliegen. Wir sollten vielleicht ein paar Schreine spotten. Ah, ist nicht mehr da, ne? Schade, dass das so schnell despawnt. Das ist schade. Ein bisschen. Muss ich sagen. Bisschen schade. Aber was ist denn eigentlich hier mit der Kokolint-Insel? Ganz unten rechts. Okay, den Turm da vorne haben wir nicht. Ach so. Wait, sind die Raketen wieder am Start? Die Raketen. Oh mein Gott. Oh. Mein Gott. Leute, wir machen das nächste. Ach, hier ist das Jodwerder. Das hieß auch Kokolint Island. Die Raketen machen einfach so viel Bock, ne? Einfach dran klatschen, fertig. Nee, warte mal ganz kurz, das war falsch. Und das Plateau dort heißt Kokolint-Plateau. Ach so, okay. Okay, das wusste ich nicht mehr. Okay, wir müssen das noch ein bisschen zur Seite bewegen.
Boah, ich hoffe, dass das funktioniert, ne? Naja, mal schauen, ne? Wait. Ich hab's in die falsche Richtung gepackt. Nein, das kannst du keinem erzählen. Ich hab's einfach in die falsche Richtung gepackt. Ja, also das war ein guter Ritt, ne? Na, Leute, das war ein guter Ritt. Ja, geil. Das war sehr vielversprechend, muss ich sagen. So ein Reihenfall. Oh, das sind die Zwillingsberge. Ne, warte mal, hier wollte ich sogar hin. Alles gut, das war geplant. Okay, da unten war normalerweise ein Schrein. Und hier oben drauf und unten war auch ein Schrein, ne? Bei Dave war. Ah, Dave! Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen Abend. Ich wollte mal fragen, wie es lief. Aber eingesehen, dass ich nicht Mario Kart fahren kann. Ey, Dave, letztes Mal K.O. Battle, warst du so stark. Zweiter Platz. Nur weil ich dann nicht, Ich hab's nicht leicht gemacht. Dave. Herzlich willkommen bei Queenie Airline Extreme. Wir wünschen eine angenehme Reise. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ey. Das macht Bock. Kampftechniken, Schild. Ja, dafür bin ich ready. Hello. So, das hatten wir schon mal. Schon einmal. Na du? Ich weiß nicht, ob es jetzt. Achso. Ausfolge unseren Anweisungen, ja. Okay. Pariere einen Fernangriff mit richtigem Moment mit dem Schild, um das Geschoss zurück zum Gegner reflektieren. Das geht? Das geht doch eigentlich nur mit so Feuerbällen, oder? Dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut drauf vor. Das hatten wir beim ersten Mal auch schon mal. Ja genau, das geht halt nur mit Feuerbällen. Oh mein Gott, das ist ja schnell. Also ich hab das kommt einmal auf den Boden auf irgendwie. Okay, warte mal, ich muss ein bisschen seitlich. Okay, das ist cool. Ging das in BOTW auch schon? Weißt du, das weiß ich gar nicht. Auf das Element des gegnerischen Angriffs und pariere ihn mit deinem Schild, um ihn zu reflektieren. Aber ich kann doch keinen Strom reflektieren, oder? Wait. Hä, ich dachte, ich kann das damit reflektieren. Ich finde es übrigens cool, dass das Game Over rot, nicht rot ist, sondern gelb. Hä, hey, aber also, im BOTW war es auch so. Halt, ja, mit Metall leitet der Strom, ne? Aber, was ist der, ich kann auch nichts anderes machen, ich bin fertig getroffen. So. Bin ich halt auch, ich glaube, ich habe nicht nur den Schild, ne? Ich habe noch den Holzschild, aber du wirst ja so oder so getroffen. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht so ein krasser Fail gewesen, tatsächlich. Das ist nur eher anders gedacht. Drei Minuten hinterher. Ah, Dave, wie gesagt, du bist doch gar nicht so schlecht in K.O. Bette. War super peinlich, ging nicht zu fahren. Ich wirke so, ob ich das Game erstmal angefasst hätte. Ah, Raoul spielt auch manchmal sehr unfair. Das ist ganz normal. Bei ihm. Das leidet nicht, ja. Ja, es ist mir auch klar. Es hätte eigentlich logisch sein müssen. Ich weiß, Lucario. Eigentlich logisch. Ach so, okay, bei Feuer. Klar, bei Feuer würde Holz ja auch nicht gehen, ne?
Okay. Ein Topas-Schwert. Da war ein Topas gemischt mit einem normalen Schwert. Ja, okay. Ist halt obvious so. Was soll es nicht, spiel unfair? Ich spiele auf mexikanische Art. Ja, genau so, was ist das? Das meine ich ja halt. Unfaire Art. Ist ja das gleiche. Mexikanisch, unfair. Rhodonit. Ah, lol. Okay, Topas ist Elektro und Rhodonit. Okay, geil. Hat was. Das sind trotzdem nicht so die Waffen, die ich tatsächlich bevorzuge im Spiel. Ich brauchte 2 Stück von den Item. Wie viel habe ich? 1. Ah, Lira, von was denn? War das schwierig ranzubekommen? Ich muss sogar meinen Flammenwerfer wegpacken. Tatsächlich, das tut mir leid für den Flammenwerfer. Luwaf, ich weiß. Ey, Luwaf, ich habe vorhin die Schreine richtig gut gelöst, ja? Da waren alle beeindruckt. Alle waren beeindruckt. Die ganze Menschheit. Wir haben auch Items gewählt, die speziell waren. Was sind für Items? Was hat denn hier gefahren in Mario Kart? War das ganz kurz? Okay. Ja, geil. Aber geil. Auch mal gegangen. Super. Aber ey, Leute. Wir können mal versuchen, nach Kakariko zu kommen. Wir waren heute beim Plateau. Wir haben eigentlich schon das geschafft, was wir wollten. Das sieht nach Croc aus. Ist das ein Stöpsel oder so? Hä? Da ist eine Zielscheibe drauf. Das ist ein neues Krog-Rätsel. Wait. Warte mal, ich kann das kombinieren, ne? Ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht. Ob ich den da rausziehen muss. Also, das ist jetzt so ein bisschen meine Erklärung. Das sieht absolut nicht stabil aus. Ja, okay, das macht absolut gar keinen Sinn, ne? Okay, warte mal, wir müssen das anders machen. Das macht absolut gar keinen Sinn. Eigentlich müssten wir das dahinter platzieren, ne? Wie geht das denn, dieses Rätsel? Wir können das mal oben drauf platzieren. Okay, das ist zu schwach. Ey, Leute, ich glaube nicht, dass das der Way to go ist, so. Hä? Wie mache ich das denn? Rakete? Ich habe keine Raketen leider. Ich dachte halt wirklich, dass das...
Ich dachte, dass das so soll. Ich glaube, das hat gar keinen Sinn so. Hat jemand eine Idee, wie man den Stöpsel da rausbekommen sollte? Das hat eigentlich auch gar keinen Sinn. Also ich sterbe noch davon. So sieht's aus. Okay. Wir haben einen Clip von Queenie gemacht, dankeschön. Braucht doch nur einen. Ja, siehst du, Lira, alles gut. Alles gut. Und ich markiere mir das mal hier für, keine Ahnung. Was ist denn ein Krogzeichen? Blatt, ne? Ich glaube, ich hatte im BOTW auch immer ein Blatt. Wait, können wir hieraus irgendwas bauen? Leute. Also Raketen habe ich leider nicht. Ich weiß nicht, wie ich den Krog da gerade bekommen soll. Das ist auf jeden Fall ein neues Rätsel. Ich bin ein bisschen überfragt. Aber Lira ist auch gut, wenn es jetzt funktioniert. Das ist doch sehr schön. So, Leute. Dann würde ich sagen mal, die modernste Karre in der ganzen Welt. Ist das da... Ist das ein pinkes Pferd? Gibt es pinke Pferde? Hallo, Terry. Ja, hi, ich bin Terry, Kifferform. Ja, ey, ich liebe alle Kunden. Das spricht gar nicht so, ne? Okay. Wir kaufen der was. Aber wir kaufen der nichts, das ist ja alles überteuert. Was ist mit dir los? Du bist so überteuert. Nee, lass mal in Ruhe. Hä? Was willst du von mir? Was ist denn mit ihm los? Wait! Warte mal, Pferdekutsche! Pferdekutsche, können wir Pferdekutsche? Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Kann die Pferdekutsche im Wasser fahren? Weil dann packen wir das da dran. Das Krogteil. Und dann geht's ab. Schau mal, Leute. Ey, komm, das wird doch funktionieren, oder? Müssen wir nur das da einmal abmachen. Und oben dran packen. Guck mal, ich kann nämlich das bewegen. Wieso kann ich den Stein bewegen? Wait, ich kann den Stein bewegen? Dann muss ich safe was damit machen, aber das geht doch auch, oder? Schaut mal, Leute. Guckt mal. Das wird jetzt die beste Idee überhaupt. Let's go! Nein! Ja, okay, ich weiß jetzt aber, wie es geht. Aber ich dachte, das wäre cool, aber nee, ist es nicht. Okay, Karre, ich liebe dich. Du kommst aber mal ganz kurz weg. Wir müssen halt obviously das mit dem Stein verbinden. Und den wahrscheinlich ins tiefe Wasser werfen. Der Stein schwimmt. Der Stein schwimmt. Okay, er schwimmt doch nicht. Also, ich verstehe kein bisschen, ne? Ich verstehe kein bisschen, was hier passiert. Nee, also das ist mir zu dumm. Ich bin weg hier, ne? Ich habe gar keinen Bock mehr. Was ist denn das für ein scheiß Krog, bitte? Das waren jetzt alles so gute Ideen. Zeitumkehr. Das Zeitumkehr macht doch gar keinen Sinn da, oder? Da passiert doch besser das gleiche nur in Zeit rückwärts. Ey, Mann, Pferdekutsche, fahr bitte mit mir und nicht ohne mich.
Okay, Leute, let's go. Dann fahren wir halt. Oh nein. Oh nein, der will zu seinem Freund. Warte mal. Wo ist denn dein Freund? Oh nein. Gestalten können schwimmen. Naja, es ist halt Zelda, ne? Also, das kann funktionieren. Dein Freund ist da hinten. Okay, das kriegen wir hin. Ich habe extra eine Pferdekutsche mitgebracht. Mann, bist du ein glücklicher Krok heute. Ich habe sogar eine Pferdekutsche dabei. Guck mal, du kannst sogar einfach reinspringen. Guck mal, ich befestige dich daran. Guck mal, du hast sogar schön am Propeller befestigt. Dann bekommst du sogar ein bisschen Luft ab. Bitteschön. Guck mal, es regnet sogar schön. Jetzt habe ich sogar ein Dach. Dankeschön. Dankeschön, Krok. So, Pferdekutsche, let's go. Bitte nicht da rein. Oh mein Gott. Absolutes Desaster. Es ist so... Krok, warte. Warte, Krok. Es geht nicht weiter. Das ist ein Gegnerlager, das mache ich gerade mal nicht. Oh nein, es rollt zurück. Ich möchte Wächter sehen, da sind eventuell welche in der Nähe. Ja, hier war damals ein Wächter, aber ich glaube, alle Wächter wurden entfernt. Tatsächlich. Kommst du da hoch? Ah, okay. Komm mit, Krok. Ich habe keine Lust mehr. Komm einfach mit. Guck mal, du bist da. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß euch beiden. Aber fallen lassen. Ich lasse ihn aber fallen. Oh mein Gott. Dankeschön. Tschüssi. Bitteschön. Viel Spaß. Viel Spaß euch beiden. Was auch immer ihr jetzt tut. Mir egal. Macht weiter. Oh, was ist denn das? Ey, man, es gibt einfach überall etwas, ne? Schiffe waren damals auch aus Stein. Hä, natürlich. Was denn auch sonst? Entdeckt. Höhle der Hateno-Festung. Ey, ist nicht Hateno-Festung jetzt erst hier oben? Ah, ne, Hateno-Festung war hier vorne, genau. Bisschen. Ja, da können wir Zeitumkehr nutzen. Was seid ihr denn? Okay, die sind aber One-Hit. Okay, er ist kein One-Hit. Was ist das? Horrorblin. Ja, die sehen wirklich Horrorblin-mäßig aus. Ey, Dave! Mahlzeit dir! Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht ja bis morgen. Bis morgen, Dave. Okay, hätte er funktionieren können. Das ist so dumm, ne? Dann halt so. Ah, das ist der eine neue Boss. Das erinnert mich jetzt so an Jabbo Jabbo. Hä? Wie meinst du? Was ist hier gerade aus? Also diese komischen Dinger da oben sind anscheinend Raubschleime. Von den ganzen älteren Zelda-Spielen auch. Also sind's wohl.
Kannst du mal zwei Händer mit einem Schild kombinieren? Ich habe das hier schon einmal kombiniert. Ich kann das nicht nochmal kombinieren, ne? Gerade nicht, vor allem nicht mit dem Schild. Müssen wir doch mal machen dann. Oh, hier ist wieder so ein Vieh. Ja, die alle zusammen, ne? Also, das wird halt auch so ein Krog-Ding. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber ich sammle sie erstmal. Hey, kann man mal gebrauchen. Ne, das sind Raubschleime, Jukin. Das wurde schon gesagt, dass es Raubschleime sind. Rudolf, das können wir gerne mal morgen schauen, wenn ich nochmal was habe. Ich glaube, ich war jetzt gerade hier nur drin, nur für dieses Ding, ne? Noch ein Opal. Oh, ich muss alle Gegner besiegen. Okay, müssen wir ihn leider doch besiegen. Ich hasse aber die Gegner, weil die so viel Leben haben. Wie Schaden macht er denn bitte? Okay, kannst du mal bitte ausspucken? Dankeschön. Oh, jetzt schnell nochmal geworfen! Oh mein Gott, er macht einfach die ganze Zeit so mega viel Damage. Okay, jetzt haben wir ihn aber. Und jetzt kommt die Truhe. Okay, nice. Dann nehmen wir die auf jeden Fall auch noch mit. Ah, und die droppen übrigens auch immer Truhen. Zahnstein-Langschwert hat man noch gar nicht, ne? Dann kann das Ding weg. Es ist so cool, dass man direkt dann bei der Kiste was rauswerfen kann. Das ist so gut gemacht. Welchen Volk würdest du eigentlich als erstes helfen? Naja, es war von Ornis die Rede, ne? Ich glaube, ich würde sogar den Ornis zuerst helfen. Tatsächlich. Ich muss erst mit den Ornis gehen. Aber es scheint ja nicht, also so eine besondere Sache bei BOTW war ja, dass man hier direkt zu Ganon konnte, ne? Das scheint hier ja aber nicht mehr so zu sein. Was ich ein bisschen schade finde, dass man wieder nicht direkt zum Endboss kann. Das war schon irgendwie so eine kleine Besonderheit bei BOTW, worüber viel gesprochen wurde. Übrigens, ich finde auch gut, dass hier bei den Höhlen, so ein Haken ist, dass da anscheinend drin alles gefunden wurde. Das finde ich sehr gut. Da hängt auch nochmal irgendwas an der Decke. Aber wir gehen jetzt nach Ateno. Ne, nach Kakariko. Ich wollte eigentlich diesen einen blöden... Warte, sollen wir es nochmal probieren? Den Turm zu bekommen? Aber es war nicht der. Aber der war in der Luft, ne? Können es nochmal testen. Lass mal lieber von da oben abspringen. Ich glaube, das ist ein bisschen... Ich finde es cool, glaube ich, im Himmel immer abzuspringen. Oder so Schreine zu spotten. Und dann dahin zu fliegen auch. War ein Hebra nochmal. Ach, Ornis, oder nicht? Jas, schön, dass du da bist. Schön, dich hier zu sehen. Einen wunderschönen Abend dir. Willkommen im Stream. Ja, waren der war schon da, ne? Und der da. Hm? Der Tom. Versuchen den auf jeden Fall heute noch zu holen.
wäre ganz cool. Ich denke mal, in Kakariko oder in Hateno können wir auch nochmal, wegen Amiibos schauen. Also wegen den neuen Gleitern. Aber ich würde jetzt auch trotzdem ganz gern nochmal, ich habe hier ein paar Amiibo-Karten. Link von Skyward Sword. Ein paar Kisten. Und eine Truhe. Hey, geh ins Bettchen. Schlaf gut, Leute. Lucario, dankeschön fürs dabei sein und auch fürs mal helfen, ne? Dankeschön, mein Lieber. Und gute Nacht natürlich. Vielleicht ja bis morgen. Mittag ca. 13 Uhr werden wir morgen weitermachen. Und ich werde gerade so müde. Ich glaube, ich muss mich heute verabschieden. Dann noch einen schönen restlichen Abend und gute Nacht zusammen. Yuki und dir natürlich dann auch eine gute Nacht. Wir sehen uns vielleicht auch morgen 13 Uhr wieder. Wenn wir hier weitermachen dann bei TOTK. Ich denke mal, wir werden auch nicht mehr so lange machen. Noch eine Viertelstunde oder so. Ich würde ganz gerne auch den Turm holen. Das wäre noch so meine letzte Mission heute. Und vielleicht kommen wir morgen nach Kakariko. Das wäre sehr cool, wenn wir es morgen hinbekommen. War schon mal eine gute Nacht euch. Genau, ich glaube, du hast gesagt, ich sollte Dorin schon eher schauen, dass ich das auf dem Boden mache, ne? Mit den Amiibos. Dann versuche das nachher auf dem Boden zu machen. So, Leute, jetzt nicht wieder falsch anbringen. So, nicht wieder falsch anbringen. Das war so anbringen. Smash Bros. Link habe ich heute leider schon benutzt. Müssen wir mal morgen schauen. Ja, Leute, wir versuchen es einfach, ne? Es hat zumindest besser geklappt als beim letzten Mal. Ich sag mal so, es hat besser geklappt. Es hat viel besser geklappt sogar. Naja, und sind wir ja fast da, ne? Hat es ja sogar gut geklappt. Um ganz ehrlich zu sein. Ey, guck mal, da unten ist so ein Feld, ne? Müssen wir mal auch mal hinschauen. Ich weiß nicht, was das ist da drüben, über meinen Gleiter gerade. Und morgen wird es cool, nach Hateno zu gehen. Dort kannst du Badleiter aufmachen. Okay, dann müssen wir das morgen machen. Oh mein Gott, das wäre geil gewesen, wenn ich ihn getroffen hätte, ne? Was für Idioten, ey. Ich muss ja vor allem auch noch irgendwie das Fotomodul bekommen. Ich habe das Gefühl, das bekomme ich auch nur in Hateno. Oh, da drüben ist ein Schrein. Ah, den habe ich schon markiert. Okay. Aber dort ist ja so ein Häschen. Kleiner Süßi ist da unten. Okay, müssen wir jetzt hier was wieder machen? Turm auf dem Sahasra-Hügel. Und wie heißt das alles irgendwie mittlerweile anders, ne? Das sieht schön hier aus. Und wir sind doch hier in der Nähe auch von Kakariko, oder? So, obwohl müsste.
Der müsste sogar hier sein, circa. Müsste da den Hügeln sein. Dann machen wir morgen Kakariko und, Nateno. Ja. Willst du dir den Kartografierturm ansehen? Es tut mir aufrichtig leid. Da gibt es ein kleines Problem. Ich hatte gehört, dass die Vorrichtung im Kartografierturm kaputt ist. Also kam ich hierher, um sie zu reparieren. Aus irgendeinem Grund lässt sich die Tür nicht öffnen, sodass ich nicht in den Turm hineingelangen kann. Die Tür ist nicht abgesperrt oder sonst verriegelt. Wenn man aber drückt oder zieht, bewegt sich kein Zentimeter. Natürlich weiß ich, dass es sich um eine Schiebetür handelt. So ein dummer Fehler passiert mir doch nicht. Ich habe Hunger von vielen Nachdenken. Vielleicht sollte ich in irgendeiner Höhle in der Nähe Pilze sammeln gehen. Genau, es gibt da eine Höhle unter diesem Hügel. Als der Kartografierturm gebaut wurde, habe ich dort noch oft nach Pilzen gesucht. Aha. Oh, das ist ein Ibarok. Cool, geil, natürlich. Ist diese Höhle? Ja, das wäre jetzt gut zu wissen, ne? Bestimmt beim Ibarok. Der Selten sieht krass aus. Müssen wir wirklich morgen mal schauen. Ach, Luva erstmal nicht. Ich komme ganz gut noch so klar. Tatsächlich. Ah, da scheint die Höhle zu sein, ne? Okay, ich dachte, wir wären weiter unten gewesen. Oh, okay, das ist gemein. Hier ist sehr viel zum Wegmachen. Dann können wir das mal. Synthese, so. Ja, das macht doch schon gut mehr Damage. Hä, wie viel Stein ist denn hier bitte? Hallo? Leute, chillt doch mal. Was zum Teufel? Was ist das für eine Höhle? Das ist halt wirklich Minecraft einfach. Oh mein Gott, das sind irgendwelche Monster. Aber gehen wir erstmal hier lang. Hey, geht sie wieder raus? Ach lol, hey, hier war auch ein Eingang. Lol. Das ist wirklich einfach Minecraft. Was machen denn aber die Monster da? Die kommen ja gar nicht da raus. Die armen Monster. Oh nee, warte mal, ihr seid nicht so arm. Warte mal, ihr seid nicht so arm. Vergesst es, was ich gesagt habe. Das sind irgendwie aus Twilight Princess gefühlt, die Affen, ne? Irgendwie hören die sich auch so an. Bisschen. Okay, cool. Wir nehmen einfach mal alles mit. Hier im Minecraft-Simulator. Von Zelda. Oh mein Gott. Ich muss sagen, das Krasseste war heute definitiv der Untergrund. Das war mit Abstand das Krasseste, was wir heute erlebt haben. Wirklich, hätte ich nicht gedacht. Ja, ey, genau der Zwischenboss aus dem ersten Dungeon von Zelda TP. Irgendwie hören die sich so an.
Was ich alles für diese Türme tue, ne? Hä, hey, warte mal. Hä, hey, jetzt geht's wieder raus? Hier waren aber gar keine Pilze. Hat er mich angelogen oder was? Oh nee, warte, das zählt nicht als abgeschlossen unten. Ich glaube, ich habe einen Raum übersehen, kann das sein? Oh nein, ich habe mir, glaube ich. Oder ist das überhaupt die Höhle? Also muss ja, oder? Es ist ja basically die einzige Höhle. Oh, wo soll denn hier noch ein Weg sein? Könnte ich jetzt nicht verlangen, dass ich hier alles aufräume? Was ist das für eine Echse? Klammerechse. Leute, man haftet damit besser auf Oberflächen. Was für krasse Sachen gibt's denn bitte? Hä? Ich verstehe jetzt die Mission nicht so ganz, Leute. Hier sind nirgendwo irgendwelche Pilze. Ich weiß nicht, was der Boy möchte von mir. Irgendwie ist auch Settings fallen, ja, aber es triggert irgendwie auch. Ich nicht weiß, was der Bre möchte von mir. Au. Oh. Oh mein Gott, ey, ein bisschen nervig finde ich das gerade schon, ne? Ein wenig. Ein wenig nervig. Tatsächlich. Oh. Ja, wieder. Boah, die alle zu suchen, ne? In den ganzen Höhen. Aber es bringt mir doch auch nichts. Hier sind doch gar keine Pilze. Schön, dass ich das gefunden habe. Geil. Ja, den XSL-Feld ist da. Warte. Nee. Nee, warte, immer noch falsch. Man sieht mit einfach verbinden aus. Ich glaube, das ist dann basically genauso wie normales. Hä? Ich weiß nicht. Guck mal, wir haben jetzt alles. Jeden Seitengang haben wir doch freigelegt. Was will der? Hier ist doch gar nichts mehr. Okay. Ich weiß nicht, muss ich hier alles zerstören, gefühlt? Er will einfach irgendwelche Pilze haben. Geh einfach zu Mario, der leitet ja irgendwelche Pilze. Ich weiß ja auch nicht mehr, ob hier noch wirklich noch was drin ist. Ich glaube ja irgendwie nicht. Boah, ich dachte gerade, das wäre irgendwie Pilz gewesen, ne? Hä? Was ist denn das? Doch nicht gewollt sein. Ey, nee, das, sorry, das ist aber nicht das Rätsels Lösung, oder?
Never. Irgendwas übersehe ich. Oder vielleicht ist aber die falsche Höhle. Ich war wahrscheinlich aber in der falschen Höhle drin. Ich muss mal vor viel nachdenken. Vielleicht sollte ich in irgendeiner Höhle in der Nähe Pilze sammeln. Es gibt eine Höhle unter diesem Hügel. Als der Kartografierturm gebaut wurde, habe ich dann nach Pilzen gesucht. Wow. Die Höhle geht jetzt abgeschlossen, weil ich das Ding da gefunden habe. Jetzt ist doch hier die Höhle. Hä? Die Bombenpfeile habe ich noch nicht. Keine Ahnung, ob es Bombenpfeile überhaupt gibt. Ich wollte jetzt auch echt gerne den Turm machen, aber ich bin jetzt echt überfragt. Sonst müssen wir das morgen nochmal machen. Sollen wir wieder ab hier starten, weil ich bin hart überfragt. Und die Karte zeigt an, dass wir eigentlich alles hier haben. Also alles Relevante. Deswegen keine Ahnung. Es kann jetzt sein, dass weiter unten noch was ist. Aber das geht doch auch nicht, oder? Die meinen doch damit schon einfach hier, oder? Die könnte ich ganz unten meinen. Okay, danke schön. So, ich wollte ihn noch mal ein bisschen weg haben da. Laufen wir weiter. Ich sehe nichts an Höhle, ne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Da ist keine Höhle. Aber wem gehört denn das hier? Achso, dir. Okay. Was machst du da? Was soll der Unfug? Kannst du dir das bitte verkneifen? Stell dir mal vor, weinende Kinder vor, die deinetwegen keine Stofftiere kriegen. Was sind Stofftiere? Ich dachte, das ist was zu essen. Ich werde jetzt weiter mein Lächeln über... Ich meine, ich habe zu tun. Also lass mich in Ruhe. Ja, bis dann. Okay. Sorry. Sorry, Madame. Ich bin überfragt, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das da oben soll. Bei dem Turm. Also wir wissen zumindest, dass da der Orni ist. Wir können da, glaube ich, morgen nochmal nachschauen, Leute. Ich würde das auf morgen verschieben, tatsächlich. Wir könnten hier einen Fluss bauen. Für den Krog da drüben. Ich glaube, wir kommen da auch ganz gut so hin, oder? Achso, aber wir müssen irgendwo hin. Das schaffen wir noch. Let's go. Ich hab hier die Sachen nicht. Mira, was ist los? Wo bist du? Ich bin so gespannt, wo du hingelaufen bist, Mira. Moin, der Junge ist ja noch am Stream. Und wie ist das Spiel so? Bin kurz am Vorbeischauen. Hi, Conny. Wunderschönen Abend dir. Schön, dass du da bist. Das Spiel ist echt geil. Es ist wirklich halt echt nicht so wie BOTW. Es ist schon nochmal mehr, neu, anders. Und wieso steht der Dude hier? Okay, das macht Sinn. Hier eine Stütze reinzubauen. Das funktioniert sogar. Conny, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, bei dir ist auch alles fit, mein Lieber. Okay, ich muss die als Stütze aber ein bisschen anders machen, ne?
Boah, okay, man muss das irgendwie... Man muss hier irgendetwas bauen, ne? Okay, genau, man muss bei diesen Schildern irgendwie immer Stützen bauen. Und dann, weil der Typ hat, muss das stützen, weil sonst wird das Schild um, weil er einfach dämlich ist, ne? Und dann müssen wir sagen, dass er loslassen soll. Das ist einfach auch nur so eine Quest. Großartig, es steht von allein, ganz ohne ihn zu stützen. Du musst das Ding auch nicht immer festhalten, Bro. Das ist genial, wieso ist mir das noch nicht früher eingefallen? Wieso nutzen wir nicht gleich die Gelegenheit, um das Schild zu sichern? Ich glaube, Kleinstein geht gar nicht. Ich glaube, die müssen so groß bleiben. Perfekt. Das ist, glaube ich, eine Story-Quest, die halt wirklich überall ist, ne? An diesen Lagern. Ist heißt, danke schön. Wow, 20 Rubine, geil, danke schön. Die gibt es halt überall, so diese Quest, glaube ich. Bei jedem Lager. Und da steht er. Übernachtungsgutschein. Gutschein, den man an Stellen für eifriges Punktesammeln erhalten und daraufhin für eine Übernachtung an einem weichen Bettchen eintauschen kann. Boah. Mir das im Bett zu schlafen? Ich kann ja auch einfach rasten. Sehr schön. Wow. Cool. Ey, Leute, was ist das bitte schön mit dem Stöpsel? Ich verstehe nicht, was das die Crocs mit dem Stöpsel sind. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie ich den Stöpsel da rausbekommen soll. Ich wüsste auch nicht, ob das geht never... Naja, Leute, das kriegen wir nicht hin mit Zeitumkehr. Was soll der Zeitumkehr sein? Das wird nicht gehen. Müssen wir nochmal schauen. Also da habe ich doch gar keinen Plan von. Wie das gehen soll. Wo bin ich hier eigentlich? Quilla. Ah, lol. Okay, hier sind die Zwillingsberge. Das haben wir noch nicht freigeschaltet wegen dem Turm da. Und hier war halt noch so ein kleines Gebiet und wir sind gerade bei der Brücke hier. Ich glaube, irgendwo da hinten, irgendwo war das Schreien von dieser Blumenfrau. Und hier müsste ein Stall sein. Stall der Highway-Ebene oder sowas. Stall der Ebene. Ja, mit dem Felsen da drüben kann ich hochreisen. Das hatten wir schon mal gemacht. Vorhin. Ja, das ist gut, außer Kopfschmerzen, aber sonst okay. Ich hau wieder ab, schlafen und so. Noch einen schönen Abend. Bye, bye. Ey, Conny, wir hören gleich auch auf. Keine Sorge. Dann ist das Video auch für heute erstmal hier beendet. Und, auf jeden Fall die gute Besserung, mein Lieber. Ich hoffe, dass es wieder gut wird. Also schnell, auf jeden Fall gut wird. Auf jeden Fall viel, viel schlafen, viel, viel trinken. Und dann wird das schon wieder, Conny. Wirklich, dann schaffst du das. Dann wird's gut. Ne, Leute, dann müssen wir morgen nachschauen. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute, Leute. Also, war heute ein sehr, 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 sehr cooler Tag. Die nächsten beiden Tage werden genauso. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Sind wahrscheinlich auch eigentlich schon einige weg. Ist auch schon sehr, 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 sehr spät. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, 13 Uhr. Hier zu Zelda Tears of the Kingdom. Und ich habe Bock, mal weiterzumachen. Vielleicht mal morgen auch mal in Richtung Story gehen, vielleicht. Also ich muss eigentlich nach Ateno. Ich brauche irgendwie das Fotomodul. Ich habe die Hoffnung, dass es da gibt halt, ne? Müssen wir mal sehen. Heute habe ich ja auch so viel anderes Zeug gemacht. Würde eigentlich auch ganz gerne die Türme machen, tatsächlich. Türme wären auch eine coole Sache, wenn wir es halt hinbekommen, aber nicht so wie der da. Ja. Na gut, Leute. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch, eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen um 13 Uhr wieder. Ganz genau, ein Däumchen lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis morgen auf jeden Fall. Also, eine wunderschöne gute Nacht. Bye, bye, Leute. Tschüssi.